one delicate sun. At the center of this solar complication, an invitation for two. But not me, not you. We're no center of attention, and that I won't sit well with you. But try to open your mind to a greater calculation than the sum of hope and wasting time. No, nothing's wasted. Nothing's chance and no one dies. It sits there right behind your eyes. I know you see it too. I know you see this is true. I know there's gonna be a war, and we won't win or lose it all. Where the trophies carried off, and where the stolen spoils. At the center of this solar complication, an invitation for two. See, this is true. I know it's gotta be a warm, more delicate sound. At the center of this solar complication, invitation for two. But not me and not you. Center of attention that won't sit well with you. These jagged lines hold the heavens high. These jagged lines are all I know. It's all I know. This fall is over.
FM. Turn it on, sit back and enjoy. Hallo und herzlich willkommen zum freitagabendlichen Freitagsstream. Ah, schön. Heute ist ein richtig, richtig schöner Tag. Mein Fenster im Schlafzimmer ist offen, die Tür ist offen, mein Fenster im Wohnzimmer ist offen und es zieht so ein ganz angenehmes, kühles und doch leicht wärmliches Lüftchen durch die Wohnung und es riecht nach Blüten, nach Wald. Ach, ist das schön. Ach, es ist ein wunderbarer Tag. Schön. Dankeschön. Rollo der Wikinger für den Follow. Dankeschön, Beckhams, für deinen Prime-Sub. Habe ich gerade noch gesehen. Und wir schauen erstmal, wer alles schon da ist. Wen haben wir denn da? Den Beckhams, den Mögabo, Soyudu, Sigir 83, Ostfrieser Nummer 1, Taigami, Sebeltrivial, Aria Star Saber, Pycrunch, Falco, Skelett Morven, Paddy 79, Ketzer 76 und Para 3101. Dann haben wir noch. Huch, Scrollbalken, da ist er hin. Dann haben wir noch den Steve Ender, Cinema, The Nurse, Billiona. Dann haben wir. Ach, das war wieder hier Pre-Stream Chat. Warte. Warte, muss ich scrollen. Ah, da. Dann haben wir den Astleck, Safe, der Jürgen, Elias F., Black Dragon, Steve Ender, haben wir glaube ich schon. Oh, egal. Munin. Dann haben wir den Keychris, Pangora, Dominik Neubauer. Grobi sein Kanal, dann haben wir noch den Epicloud, Volker Grabbit, Jimbo, Chester Empire, Lord Windiken, Revan87, Wishmaster OL, Benedikt Ho, Raid Shots, Mr. T, Gira, Live TV, Gitarix, Fabrizio Werner, Gerald Kowald, MaxLol072, MLeone, Overmind, UDrag85, M14T4, Jan Strehl, Alf Hertrampf, Jim Beam, Kai Murray, Max sowieso, Killer Hannibal, dann haben wir noch den. Den Heatbam, Aeroboy, Earl Sinclair, Andy Kai, Mad Max 1628, Reinhard Multicopter, ST Snowhawk, Fotografie Kioline. Auch schon lange nicht mehr gesehen, Hallöchen. Dann haben wir noch den Baldora, Lord Bohne 2, Pop Van Slate, Commander 47, Flu 80XD, Dunkle Aura, Jack das Rippchen, Herbert 69, Björn Grimm, Benny 7101986, Commander Blue, Lion Gamer 12, Levi Darkseid, Dirk Wendt, Dead Devlin, Razaka, Andreas T, Max Loh 0072, haben wir glaube ich schon, Wolfgang Monzel, Hallöchen. So, Virus 959, Scottchen 89, Hallöchen, Magic, nee, Magic Stick 33, Wassertank, Kalmar 0, Para, haben wir glaube ich auch schon. Okay, ich glaube ich bin durch. Ich glaube ich bin durch. So. Warte. Hatschi. Ja, da bin ich echt froh, dass ich kein Allergiker bin. Ohne Mist, das wäre so schade. Und es tut mir auch echt leid für alle, die Allergiker sind. Ich liebe den Frühling. So. Warte mal, machen wir erstmal hier das Ding weg. Zack. So. Ich habe hier wieder ganz viele Friend-Requests. Alle mal annehmen hier. Ich habe einen Trick herausgefunden. Wenn man hier unten angekommen ist, geht's doch nicht. Okay, vergesst den Trick. Ich wünsche mir, dass diese Nachricht hier, wenn ich sie angenommen habe, dann auch bitte automatisch verschwindet. Das wäre wirklich schön. Ja, jetzt geht der Trick wieder hier. Da kann man hier nämlich spammen. Also spammen in... Also bei Star Citizen heißt spammen etwa 1% schneller zu sein. So, okay. Ich gehe mal ins Spiel rein. USA. Na gut, wir nehmen USA. Mal gucken, wie es heute läuft. Ich bin gespannt. Und wie geht's euch so? Was macht ihr so? Was habt ihr so gemacht? Das, Wöchlein. Hallo, alter Mann.
invitation for two. Hallo Ashuna. Was, Wikipedia-Artikel von Star Citizen? Ah, gut. Kenn den Artikel, glaube ich, gar nicht. Also nicht mehr. Ich habe den auch irgendwann mal, hat jeder mal den Star Citizen Wikipedia-Artikel, glaube ich, gelesen. Ja. Immer schwierig, weil ich weiß ja nicht, wer sowas schreibt. Das ist das Problem. Wieso gibt es eigentlich über mich keinen Wikipedia-Eintrag? Das ist doch die eigentliche Frage. So, immer noch Homeoffice. Ist das gut oder ist das schlecht? Also ich fände das gut, wenn ich Homeoffice hätte. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sitze irgendwo in einem Amt oder irgendwo in einem Büro und die sagen, hey, hast du Bock auf Homeoffice? Ich würde so schnell die Hand heben, schneller als mein Schatten quasi. So. Der Prouder unterwegs gewesen, das ist auch gut. Ich habe Urlaub und XCOM 2 durchgespielt. XCOM 2. Kenne ich das Spiel? Bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher, ob ich das Spiel kenne. So, ihr seht, wir sind immer noch in A-Corp. Da, wo wir quasi am Mittwoch stehen geblieben sind. Oder hängen geblieben, müsste man eigentlich sagen, weil das war ja richtig chaotisch. Leider. Ja, ich habe Homeoffice, ja. Aber ich meine jetzt, ne, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich irgendwo, keine Ahnung, weiß nicht, in irgendeinem Büro halt normalerweise. Ich hasse Büros einfach. Technisch gesehen ist es ja auch ein Büro, aber es ist halt was anderes, wenn das Büro zu Hause ist irgendwie. Einige mögen das, andere nicht. Ich find's cool. So. Obelix, okay. Ich würde mal sagen, ich hole mir erstmal was zu essen. Erstmal was zu futtern. Warte mal, habe ich was in meinem persönlichen Inventar hier? Mal ein bisschen was einstecken, hm? Ich wollte hier schon machen. Ah, mein Stuhl hier ist irgendwie verschieben. So. Ich kaufe mir auch hier ein bisschen Wasser. So. Da kommen wir mal zwei Fläschchen hier, die reichen erstmal zu. Sehr ungünstig bei Area 18 übrigens, dass noch immer die Musik, das Gedudel hier auf der normalen Soundspur liegt. Liebes CRG. Wieso ist das so? Das ist doch Musik. Das sollte bitte hier mit rein, in diese Spur und nicht in die hier. Weil dann würde ich das nämlich nicht hören. Das wäre angenehmer. So, eigentlich kann ich ja so ein Burrito. Vielleicht kann ich ihn ja sogar mitnehmen, aber wahrscheinlich nicht. Sieht nicht so aus. Nee, kann ich nicht. Dann esse ich noch. Ach. Dann esse ich mal den Burrito hier erstmal. Kleines Frühstückchen. Nam, 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 nam. Oh, was hat denn der im Gesicht für eine Delle? Was da? Huch, was da denn passiert? Alter, wie das aussieht. Sieht aber gar nicht gesund aus. Ich glaube, es sind noch so ein paar kleine Lichtbugs. Alter Schwede. So. Nee, das ist schon Musik, Storman. Also, es gibt auch Nebengeräusche, das stimmt, aber warte mal. Hör mal genau hin. Das ist wirklich Musik. Also ich finde, Musik sollte auch auf der Musikspur liegen. Ich hasse das, wenn Spiele das vermischen. Dankeschön, fette Follow. Killer Vito. So, und dann würde ich nochmal schauen wollen, gibt es hier irgendwo diese Essenspacks? Ich glaube, die gibt es hier, oder? Utility. Gadget, Midpen, Device, Reauthorizer, Armor, Weapons. Ich weiß nicht, wo es das Zeug gibt. Coda? Nee, warte mal. Es gibt eigentlich solche, naja, so Astronautennahrung quasi, so Fertigzeug in der Tüte. Ich brauche das nämlich heute mal. Bei Waffen ist es aber auch nicht mit drin. Ich weiß nicht, wo es das gibt. Das ist bis heute noch nicht gefunden. Ich meine, in Port Olisar gibt es sowas, aber das kann ich nur dort geben. Dank dir kenne ich mich wunderbar auf SC aus und hast mir viel geholfen. Das freut mich. Das freut mich sehr, wenn das Zeug hilft, was ich hier mache. So, gibt's hier irgendwie... Gibt's auch keine Notration, ne? Am Tresen. Am Tresen, das ist ein guter Hinweis.
Tatsache. Ready Meal, Beef Chunks. Das klingt gut. Klingt nach einem herrlichen Abendessen. Wenn das denn, ich glaube, er will nicht kaufen. Ah, doch jetzt. Ah, du steckst sie ein. Ich glaube, eins, es sieht einfach so köstlich aus. Ich glaube, eins werde ich mir direkt mal reinpfeifen. So als Nachtisch nach dem Burrito. Und hier, mal gucken wie er das isst. Eat. Mit Tüte? Er reißt sie auf. Nom nom nom. Oh. Aber ist nichts drin, ne? Ich hab's genau gesehen. So viel dazu, Chris Roberts. Und eine gönne ich mir noch. Good purchase. Ja, ne? Gutes Essen. Ich glaube, so wie der aussieht, wie der gerade gegrinst hat, isst er das jeden Tag. So, gleich nochmal essen. Da, eine leere Tüte. Wir essen quasi Luft. Wir sind wie eine Pflanze im Wind. Wir ernähren uns von Licht und CO2. Was ist denn das eigentlich? Warte mal, ich muss mal kurz gucken hier. Effects none. Es hat aber keinen Effekt. Na gut, es gibt halt 60 Essen. Okay. Gut, dann nehmen wir noch ein bisschen mehr mit hier. Mal das einstecken, weißt du? I think you're gonna be happy with that. So, Stout, da haben wir zweimal essen, zweimal trinken. Das sollte eigentlich reichen. Und dann würde ich gerne noch den Cutter mitnehmen hier. So, den habe ich nämlich auch noch gar nicht bis hier gehabt. Auf Port ohne Sahne nimmt er was raus. Okay. Du hast doch etwas geraucht. Wieso? Ich? Was ist ja eigentlich für Rüstung? Hässlich, ja. Okay, gehen wir gleich. So. Lala. Gestärkt und voll mit Wasser. Gehen wir mal. Geht das ja eigentlich? Nee, geht nicht. Gehen wir jetzt mal zum Schiffsspawn. Wir auf jeden Fall mal ein bisschen Missionen machen auf den kalten oder auf den zu heißen Planeten und mal gucken, wie das dann sich auswirkt auf uns. Ja, gespannt. Achso, ja gut, in der Ego-Perspektive sieht man das, weiß ich wohl. Aber nicht in der Third Person. Dankeschön, Gro299 für deinen Twitch Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Und hallo Yassi. So. Guten Toch. Hallo ACE. ACE-Saft. Habe ich früher immer getrunken. ACE-Saft. Mittlerweile schmeckt das Zeug irgendwie nicht mehr so gut. Sind die Falten wieder weg? Guck mal, ne? Wenn er so nach unten guckt, da drückt sich richtig so das Gesicht so zusammen. So. Ich muss nachdenken. Schlau sein. Maggi-Würfel. Meine Mutter, die... Weißt du, manche Leute, also Nudeln, okay, Nudeln. Manche Leute machen sich auf Nudeln Ketchup, andere nehmen Tomatensauce oder irgendeine andere Soße und dann Wurst rein oder irgendwas. Meine Mutter, die haut sich halt wirklich Maggi drauf. Also dieses schwarze Flüssigzeug auf die Nudeln drauf. Puh. Alter Schwede. Hallo Mastermatz, 1968. Das ist echt schlimm. Das kann ich nicht mit ansehen. Esst mehr Hummus. Hummus. Was war denn Hummus nochmal? Das war auch so ein Brei-Zeug, ne? So ein Veggie-Brei irgendwie. Ich frage den Geschmack. Nein, ich verwechsel das nicht mit Teriyaki-Soße. Teriyaki-Soße schmeckt ja gut. Maggi schmeckt einfach nur nach Geschmacksverstärker. Nach Natriumglutamat. Nudel mit Apfelmus, Leute, ganz ehrlich. Eieieiei. Ah, aus Kichererbsen. Ah, okay. Ja, ich bin nicht so der Fan von so. Von dieser Art von Essen. Die gehen über das mega buggy. Die sind tatsächlich überall buggy, Kefti. Nur, das kommt eben auf den Server drauf an. Das ist serverseitiges Problem. Das kann also überall passieren, wo halt Züge halt sind, ne? So. Lecker, guter Mat. Okay. Ich nehme mal jetzt hier kein... Ich will heute mal nicht so ein fettes Schiff haben.
Ich überlege gerade. Warte mal, wir könnten. Müssten wir eigentlich wirklich nochmal. Wir nehmen mal die Reliant Zen heute mal. Hat er jetzt auch Raketen, also kann die auch jetzt gut rumschießen? Hangar 02, okay. Mir wurde heute Sorini-Suppe angedroht. Sorini. Zucchini sind ja eigentlich nur überdimensional große Gurken. Ich komme nicht an den Hangar 2 ran jetzt. Na egal. Der hier von mir. Das war natürlich der falsche Hangar. Oh Gott! Er hat gedrückt. Wieso nehmen sich Leute nicht einfach einen eigenen Fahrstuhl? Warst du mal bei der Bundeswehr? Kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern? Guck mal, was macht denn der hier? Umarm mich, okay. Ah, schön. Was will der bei meinem Schiff? Das ist mein Schiff. Geh. Kommst eh nicht rein. Ja, ich war mal bei der Bundeswehr tatsächlich. Kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern? Ich weiß nicht, habe ich das schon mal gemacht? Hab ich euch schon mal davon erzählt, von meiner Bundeswehrzeit? Soll ich mal erzählen? Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Aber kann ich gerne machen nebenbei. Den Helm brauche ich nicht. Ich bin doch in meinem Raumschiff. Ich weiß gerade, ob ich davon schon mal erzählt habe. Eine ziemlich lustige Geschichte eigentlich. So, erstmal muss ich hier weg. Hab ich noch nicht erzählt? Okay. Also, Knebel bei der Bundeswehr. Okay. Also ich bin ja eher, also menschlich gesehen, bin ich ja eher, also von der Art und Weise her eher ein Künstler. Ne? Eher ein bisschen kreativ, ein bisschen Musik und so, ne? Und ja. Und da kann man sich natürlich gut vorstellen, dass ich da richtig gut reinpasse. Tatsächlich war es so, ich wollte... Warte mal, kurz mal hier rausfliegen. Damals, nach meiner Ausbildung, hatte ich keinen Bock, den Beruf weiterzumachen. Weil ich bin ja tatsächlich, das wissen einige, ich bin ja tatsächlich ausgebildeter Bankkaufmann. Und, diesen Beruf wollte ich natürlich nicht mehr weitermachen, weil... Als ich das angefangen habe, ich habe es natürlich durchgezogen, aber als ich das angefangen habe, dachte ich so, ach ja, so am Schalter oder so, Leuten ein bisschen helfen oder so, boah, beraten und so, ist vielleicht ganz cool. Aber als man es dann gemacht hat, hat man festgestellt, die sagen zu dir, also nicht die Leute, sondern der Arbeitgeber quasi, sagt zu dir, ja, du musst jetzt hier, was weiß ich, du musst jetzt hier 10 Bausparverträge verkaufen, du musst die jetzt verkaufen. Und in meinem Gehirn denke ich mir so, okay, Wie verkaufe ich etwas, was die Kunden nicht wollen? Und dann kriegst du tatsächlich 3 Jahre lang irgendwelche völlig bekloppten Verkaufstrainings, wie man Leuten, die etwas nicht wollen, genau das verkaufen soll. So, und ich bin ja jemand, der hört sich das an, aber dann setzt es dann natürlich nicht um, weil ich, naja, ich will Leuten nicht etwas verkaufen, was sie nicht haben wollen. Das ist ja bescheuert, sowas. Das haben die meisten Banken ja bis heute noch nicht gecheckt. Aber egal, lange Rede, kurz Sinn. Ich wollte den Beruf jedenfalls natürlich nicht weitermachen, weil ich das völlig absurd finde, sowas. Und dachte mir, okay, geht zur Bundeswehr. Also, ne, so, war jung und naiv. Zur Bundeswehr. Und ich wollte halt nicht irgendwie dann da rumballern oder so. Ne? Warte mal kurz. Gehe ich denn mal hin? Ich fliege mal ganz kurz hier hoch erstmal. Dankeschön für ein Follow, Ferdinand. So. Ich wollte dann bei der Bundeswehr hin, genau, in die Verwaltung so ein bisschen Verwaltungskram machen. So ein bisschen, ja, Bürojob, sag ich mal. Ich weiß ja vorhin gerade, ich hasse Büros, aber damals war ich noch ein bisschen anders. So. Und, ich war eine Woche dort. Die Bundeswehr hat ja die dumme Angewohnheit, sich selbst die Rekruten zu vergraulen, nämlich dadurch, dass sie sagt, die, als Beispiel, in Westdeutschland wohnen, müssen in den Osten,
die, die im Osten sind, müssen in den Westen. Die, die im Norden sind, müssen in den Süden. Und die, die im Süden sind, müssen in den Norden. Und die, die in der Mitte sind, weiß ich nicht, was sie mit denen machen. Die schicken sie vielleicht nach Timbuktu oder so. Ich habe keine Ahnung. Also so weit wie möglich weg. Damit man bloß nicht seine Familie und Freunde und so weiter behalten kann quasi. Ja, so. Und das wohl nicht, wohlgemerkt, bei der Grundausbildung. Nicht etwa, wenn du irgendwann fertig bist und auch Geld hast und vielleicht ein paar Leute mitnehmen kannst oder so umziehen kannst. Nein, in der Grundausbildung, wo du keinen Pfennig hast. So, warte ganz kurz. Jetzt muss ich erstmal hier... Ganz kurz. Genau, wir machen erstmal... Warte mal, was ist denn das hier? Bla bla bla, Calliope. Ah, die Mission, die machen wir mal. So, also das hat mich schon mal ziemlich krass gestört. Logischerweise. Weil ich meine, wir haben, da wo ich wohne, da gibt's eine Kaserne. Und auch, auf den, also ich bin bestimmt auf dem Weg zu dieser neuen, also diese Kaserne, wo ich hin musste. Darfst du ja auch nicht aussuchen. Auf dem Weg dahin gab es bestimmt 1000 Kasernen, wo man hätte hingehen können. Aber nein, es musste die am weitesten entfernte sein. Naja, egal. War ich schon mal richtig abgefuckt. Dann komme ich da an. War ganz nett. Und das allererste, also ohne Scheiß, der allererste Abend bestand darin zu saufen. Und ich hasse Alkohol. Ich hasse einfach Alkohol. So. Also hassen. Es schmeckt mir halt einfach nicht. Ich kann das Zeug nicht trinken. So. Okay. Also erstmal Party, Party. Okay. Saufen, saufen. Aber nicht irgendwie... So ein Stößchen, weißt du? So ein Willkommensgetränk, sondern wirklich hardcore saufen. Wo ich mir so dachte, hä? Wo bist du hier bitte gelandet? Vielleicht war das auch eine Ausnahmekaserne. Keine Ahnung, ich will nicht gegen die Bundeswehr haten. Ich sag nur, wie es bei mir war, okay? So. Und, am nächsten Tag, wo also alle wirklich, also im Prinzip haben sich alle die Birne weggeknallt. An dem Abend, damit sie dann am nächsten Tag nicht ganz verstehen, so ist jedenfalls meine Theorie, was dann in der großen Besprechung in so einer großen Aula erzählt wurde. Denn da wurde nämlich Folgendes erzählt. Grundausbildung, Pipapo, wie das so ein bisschen funktioniert, ne? Soll möglichst keiner wahrscheinlich zuhören. Und ich meine, man weiß ja ungefähr, was man erwartet. Und dann wurde Folgendes gesagt. Ja, wenn sie fertig sind, wird einer ihrer ersten Einsätze in Afghanistan sein. Und ich dachte mir so, nice, okay. Ich wollte mich schon melden, da ist mir eingefallen, dass ich nicht mehr in der Schule bin, denn bei der Musterung wurde einem gesagt, also mir und auch den anderen, die dort ja auch waren, das war ja keine Grundausbildung im Sinne von, du fängst bei Null an, sondern du hast ja schon eine Ausbildung und die haben gesagt, die in die Verwaltung gehen oder ähnliches, die kommen nicht nach Afghanistan, wurde da gesagt. Und dann sagen sie, da kann sein was ganz anderes. Sag ich mir so, okay. Ja, habe ich ja richtig Bock drauf, ne? Ein bisschen Urlaub. Schön. Und ja, da bin ich dann im Prinzip direkt danach, war dann Essen und man durfte nicht normal essen gehen, sondern man musste sich dann in Reihe und Glied aufstellen und dahin marschieren zum Essen, wo ich mir dann so dachte, okay, das ist halt so Militärzeug, muss man sich halt vielleicht dran gewöhnen. Also ich bin da ja auch ganz offen gewesen tatsächlich. Und dann hatte man, wie lange hatte man Zeit zum Essen? Gefühlt 10 Minuten. Wir haben natürlich alle länger gebraucht. Dann haben die uns angebrüllt. Ihr habt so lange gebraucht, ihr habt 3 Minuten zu lang gebraucht zum Essen. Also ich hab nur das halbe Brötchen geschafft in den 5 Minuten. So, aber dann nach dem Essen, ja, wo du hast ungefähr 7 Minuten oder ich weiß nicht mehr wie lange, ganz kurz Zeit zum Essen, wirst dann rausgejagt, kriegst draußen Anschiss und dann pass auf, dann kommt Folgendes, Viertelstunde Raucherpause. Wo ich mir so denke, hä? What the fuck? Wieso? Es ist so dumm. Da hätte ich auch drin essen können. Zu Ende. Ja? So, aber egal. Danach haben dann die Leute ihre ganzen Klamotten bekommen. Ich nicht und noch ein paar andere nicht, weil es war nicht genügend da. Ne? Ist ja generell so ein Problem. Nicht genügend Material offensichtlich vorhanden. Und dann hieß es dann, ja, kriegt er am nächsten Tag. Und das ist wirklich keine Übertreibung. Das ist wirklich Real Talk. Als die Leute, du hattest ja so eine Kaserne quasi, so ein Wohnbereich, wo die ganzen Stuben waren. Und als die Leute, die ihre Klamotten anhatten, in der Sekunde, wo sie diese Klamotten angezogen haben, haben sie angefangen, sich anzuschreien. Und zwar permanent. Durchgängig. Aber nur die. Die anderen, die Klamotten noch nicht bekommen haben, nicht. Habe ich nicht verstanden. Und dann dachte ich, nee, komm, ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Ist mir zu blöd.
Und dann bin ich hin und zu dem Kommandanten dort, habe gesagt, jo, ist nicht ganz so mein Ding. Ich fahre wieder heim. Und ja, hat er gesagt, okay, kein Problem. Der war auch ganz, ganz nett. Also dem bin ich auch wirklich dankbar. Der war wirklich richtig nett. Denn der hat dann auch noch dafür gesorgt, dass ich nicht wieder eingezogen wurde. Weil normalerweise ist es, damals war es noch so, damals gab es noch die, diesen Grundwehrdienst, wo man hin musste. Und der hat gesagt, ich kläre das, dass sie nicht hin müssen. Nächstes Jahr oder so, irgendwann wird es eh abgeschafft. Machen sich da mal keine Sorgen. Und hat auch wirklich hinbekommen. Da war ich wirklich dankbar. Also, das ist so meine Story. Also ich war insgesamt, ich musste noch ein bisschen warten, weil die Bundeswehr, die kann natürlich ihre Leute nicht einfach so gehen lassen und sagen, hier unterschreiben und dann können sie nach Hause fahren. Nein, es hat 4 Tage gedauert, bis mein Antrag bewilligt wurde. Naja, also wohlgemerkt ein Antrag, dem man nicht widersprechen kann. Also die Bundeswehr hätte keine Chance gehabt zu sagen, nee, der darf nicht gehen. Aber trotzdem brauchen sie 4 Tage, um zu sagen, er darf gehen. Naja, egal. So ist das halt. Ne? So, ich habe irgendwas gelesen. Genau, Knebel-TV, das hatte ja den tieferen Sinn, um den Jungsoldaten schon mal das Heimweh zu nehmen. Das ist dann, wenn sie an der Front sind, nicht mehr so abgelenkt sind. Ja, genau. Das war vielleicht früher mal so. Ich weiß nicht. Nee, ich habe keine Ausbildung gemacht bei der Bundeswehr. Gott sei Dank nicht. Bin ich auch gar nicht böse drüber. Und witzig eigentlich, ich wurde diese Woche da trotzdem voll bezahlt, wo ich nichts gemacht habe. Ich durfte nichts machen. Also da ich direkt gesagt habe, ich steige aus, wurde ich dann auch am nächsten Tag dann nicht eingekleidet. Und weil ich nicht eingekleidet wurde, bekam ich auch keine Waffe und sonst nichts. Das heißt, ich war dann wirklich 4 Tage lang mit meinem Laptop auf der Stube und habe getockt. Einfach nur gezockt. Ich habe nichts gemacht. Ich durfte nichts machen. Und essen gehen durfte ich. Und das Lustige war, ich durfte länger essen als die anderen, weil ich musste dann nichts mehr abhellen. Es war schön. War eigentlich eine ganz angenehme Woche. Hallo Invi Rocks. Hallo Chris Angel 82. So. Ja. Ja, und Geld habe ich auch bekommen. Ne? Du warst eine Woche bestimmt beliebt. Ach, das ist mir egal. Ich bin ja niemandem zur Last gefallen. Ne? Die anderen wollten das, sollen sie tun. Ich wollte es nicht, dann lasse ich es sein. Ne? Hallo, Ditcher. Tja, das ist heftig, Käfti. Wie gesagt, nichts grundsätzlich nichts gegen die Bundeswehr. Ne? Es ist halt immer Geschmackssache, das ist total subjektiv. Ich habe da meine Erfahrung gemacht, die war irgendwie so ein bisschen komisch, ein bisschen lachhaft. Tja. Was mir halt immer schwerfällt, ist halt einfach zu sagen, okay, ich denke jetzt nicht mehr darüber nach, ich höre auf, Dinge zu hinterfragen. Wenn ich das mache, dann gebe ich irgendwie meine Persönlichkeit auf, das kann ich nicht. Das wusste ich aber damals nicht, dass man das so machen musste. Also du durfst ja wirklich nichts hinterfragen. Es hieß einfach, ja, wie es halt beim Militär so ist. Du machst es jetzt und dann heißt es, okay, ich mach das jetzt. Ne? Und nicht, wieso soll ich das machen? Das geht auch so und so viel besser. Nein, du musst das so tun. Das ist halt aber eigentlich natürlich völliger Unsinn, weil, ich weiß nicht. Ich find's halt Schwachsinn. Wird der Netcode in der 3.1 nochmal verbessert? Andreas, der Netcode ist permanent in Bearbeitung, weil sie immer neue Sachen hinzufügen, alten Code löschen und vereinfachen und ne? Das ist ein normaler Vorgang in der Alpha-Entwicklung. Also der Netcode und generell alles, also der gesamte Code, wird permanent gewartet und ja, gereworked. Ne? Oh, bei mir ist es lange her, Squareman. Das ist wirklich lange her. Das ist schon eine ganze Weile her. Das war 2000. Oh Gott, wann war denn das? 2010 oder so. Das ist lange her. Wie gesagt, damals gab es noch einen Grundwehrdienst. Auch ein unglaublich. Also eigentlich wirklich unglaublich, wenn man sich überlegt, dass man im Jahre 2010 noch Grundwehrdienst leisten musste. Wo ich mir denke: Boah, was? Verstehe ich nicht. Also auf Zwang, weißt du, auf freiwillig gar kein Thema, geht halt keiner mehr hin. Da, also man sieht daran, durch diese Freiwilligkeit, dass das ganze Ding überhaupt nicht akzeptiert wird von den meisten. Aber unabhängig mal davon,
ist es unfassbar, dass man damals noch gezwungen wurde, wenn man so heute mal nachdenkt, Grundwehrdienst, das ist lächerlich. Ja. Hallo, Erlias 1. Was? Minenräumen etc. beibringen und Ausbilder im Sanitätsdienst? Ja, sehe ich schon, haben einige auf jeden Fall da eine gewisse Vergangenheit in der Bundeswehr. Naja, gut, klar. Ne, war ja mal verpflichtend. Ich finde es halt krass, dass man das so lange aufrechterhalten hat. Und ich finde es gut, dass es abgeschafft wurde, diese Verpflichtung, weil es passt einfach nicht mehr. Es ist einfach nicht zeitgemäß, Menschen zu zwingen, zum Militär zu gehen. Das ist unsinnig. Ich musste an meinem 18. vor der Physikklausur den Tag bei der Musterung abhängen. Alter Schwede. 100% official home of rock. Star rock. Ah, Heatbam, da kann ich ja nicht zustimmen. Ich finde Verpflichtungen für sowas immer schwierig. Menschen zur Arbeit zu zwingen, gleicht Sklaverei. Auch dann, wenn man sie dafür bezahlt. Und nebenbei bemerkt auch noch wirklich schlecht bezahlt. Musst ja auch überlegen, bei mir war es damals so, ich habe ja in der Ausbildung, ich mache jetzt mal ein Beispiel, die Zahlen jetzt bitte nicht ernst nehmen, die stimmen nicht. Ich mache nur mal ein Beispiel, ne? Du hast in der Ausbildung, als Beispiel jetzt mal, netto 500 Euro verdient. Dann wirst du eingezogen, verpflichtend, kriegst auch 500 Euro, nochmal 9 Monate lang. Obwohl du in derselben Zeit ja eigentlich arbeiten könntest, in dem Beruf, den du gelernt hast oder auch in einer anderen, und kriegst dort 2000 netto oder was weiß ich wie viel. Das ist also auch unfair. Also sie müssten dann schon deutlich mehr Geld bezahlen auch dafür. Das ist ja deshalb kein Dienst, der gut bezahlt ist, der Grundwehrdienst und auch der Zivildienst nicht. Ne? Ich finde es ganz gut freiwillig. Auch den Zivildienst finde ich auch gut freiwillig. Es heißt ja jetzt, glaube ich, anders. Wie heißt denn das jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich finde das gut für Leute, die mit Studium fertig sind oder mit der Ausbildung und aber sich nochmal umorientieren wollen, die nochmal eine Veränderung brauchen oder die einfach mal ein anderes Gefühl brauchen. Das ist total in Ordnung. Aber das zu zwingen, finde ich problematisch, weil dann hast du halt auch die, die keinen Bock haben bei dir. Und warum sollte man Leute, die nicht zum Militär wollen, zum Militär ausbilden? Ergibt keinen Sinn. Die gehen danach eh wieder. Das ist einfach Geld- und Zeitverschwendung. Allerdings gibst du der Gesellschaft was zurück, die dich ernährt und auch versorgt. Was gebe ich denn der Gesellschaft zurück, wenn ich Munition im Wald verschwende? Oder mit einem, ich weiß nicht, wenn ich einen Biwak mache. Damit gebe ich der Gesellschaft gar nichts zurück. Beim Zivildienst würde ich dir noch recht geben. Aber beim Wehrdienst definitiv nicht. Es stimmt, Paletus. Genau, sag ich ja auch. Aber für mehr taugt es eben auch nicht, ne? Eben mal so zur Orientierung und so weiter. Hallo, TechMarineless. Und da muss ich zustimmen, Sir Frantic Light. Der schreibt, der Gesellschaft gibt man am meisten, gibt man in den allermeisten Berufen etwas zurück. Das ist nämlich, so sehe ich es nämlich auch. Ne? Und ich gebe ja auch meiner Firma was zurück. Denn die Firma hat mich ja ausgebildet. Das ist nicht billig. Also, wenn es eine gute Ausbildung ist, das ist teuer für die Firma. Ne? Also, ich gebe der Firma was zurück, die mich ausgebildet hat, und auch der Gesellschaft, weil ich dann meine Arbeit mache und auch Steuern zahle und so weiter. Aber wie gesagt, das ist alles Geschmackssache. Dankeschön, GamersNerd47 für den Follow. Das ist immer Geschmackssache, wie man die Sachen halt, also was man halt gut oder schlecht findet, ne? Nur ausgesetzt und nicht abgeschafft. Ja gut, das ist aber Wortklauberei. Ich glaube, die können die gar nicht abschaffen. Da müssen sie irgendwie eine Zweidrittelmehrheit haben oder keine Ahnung. Im Prinzip ist es abgeschafft. Ich glaube kaum, dass irgendwer die wieder einführen wird. Dafür gibt es einfach, das ist so, als würde man heutzutage sagen, wir schaffen das Wahlrecht für Frauen wieder ab oder sowas. Könnte man sicherlich machen, aber es ist halt Unsinn und das ist, will niemand. Niemand will das. Ne? Dankeschön, Trip to the Past, für deinen Follow. Ja, Heatbam, das Recht hast du ja auch. Wobei ich glaube, ein Jahr ist es nicht, ne? Das sind 9 Monate. Das Recht hast du ja. Also das Recht ist ja gut, aber die Pflicht ist schlecht. Weil nicht jeder will das. Und vor allem, nicht jeder taugt dazu. Nicht jeder Mensch kann einen sozialen Beruf ausüben. Das ist nicht jedermanns Sache.
gibt Menschen, die sind dafür einfach nicht gemacht. Die haben ganz andere Interessen und die sind dann auch nur halbherzig dabei. Ne? Bringt dir auch keinem was, wenn im Altenheim ein Handwerkerle ist, ja, der überhaupt keinen Bezug zu den Leuten hat, der gar keine Bindung aufbauen kann und dort gezwungenermaßen ist, der hat keinen Bock und das bringt niemandem was. Was denn das? Ach so, ein Bild. Mach weiter so. Danke für deine Arbeit. Dankeschön. Fotografie Kierlein für 10 Euro Spende und das lustige GIF. Ich dachte gerade, hey, was ist das denn für ein lustiges GIF? Wo kommt das her? Stimmt, die kann man hier anhängen, ne? Dankeschön für ein Follow. MDEM33, dankeschön. Also wie gesagt, ich finde halt immer, Freiwilligkeit ist dann in solchen Fällen immer besser, wenn ich mit dem Leben der Menschen irgendwie spiele. Wenn ich sage, 9 Monate, ne, das ist halt auch eine lange Zeit für viele. Dankeschön. Was? Warte mal, den Namen kann ich nicht lesen, der ist zu klein. Dankeschön, Andradia für 100 Bits. Dankeschön. So, haben wir lange noch gequatscht darüber, nun sind wir ja hier. Ich bin gespannt, wie die Höhle aussieht. Wir haben leider beim BRK auch immer wieder Buftis, die da einfach nicht hingehören. Sorry, ich kenne beide Begriffe nicht. Tut mir leid. Was ist Bufti und was ist BRK? Bundesrotes Kreuz? Keine Ahnung. Dankeschön. Crycore123 für dein Follow. Achso, die Cave komme ich ja gar nicht hin, ne? Halt, da wollte ich nicht hin. Ich wollte. Wie kommen wir denn am besten hin? 500 sind das. Na, dann nehmen wir den OM-Punkt hier. Ach, Bayerisches Rotes Kreuz. Ja gut, aber warum. Achso, die dort einfach nur hingehen und dort. Achso, ich verstehe. Hm. Hallo, Aronator. Aber das Ding ist, die sind freiwillig dort. Die wollen das entdecken und stellen dann fest, das ist nichts für sie. Das ist okay, finde ich. Ja? Ich meine, dafür sind sie ja auch relativ günstige Arbeitskräfte für das Rote Kreuz in dem Fall. Ne? Weiß nicht, was man beim Roten Kreuz als Festangestellter verdient, aber ich schätze mal mehr als 600 Euro. Und es gibt ja auch wirklich nur dieses Taschengeld dafür. Es wird alles genommen, was ein Auto fahren kann. Aber das ist wieder ein anderes Problem. Das ist halt wieder ein anderes Problem, ne? Das Problem kann man nicht durch Freiwilligkeit lösen. So. Ach ja, die gute alte Reliant Zen. Ein schönes Schiff. Ich mag's. Wobei ich die Farben, aber gut, die Farben sind Schall und Rauch, kannst du eh bald ändern. Wenn der Ship Customizer für alle kommt, ich hoffe, der kommt. Bitte, CRG, ich will meine Schiffe customizen. Hab sie mir auch geholt, ja? Sehr gut. Wie findest du die Reliance? Ist sie besser oder schlechter als die Titan? Bezogen auf Starterschiff. Das kommt drauf an, Tote Blaze. Ich habe dazu ein Video gemacht, das kannst du dir gerne mal in Ruhe angucken. Auf YouTube habe ich das gemacht. Also wir reden da natürlich von der Reliant Core, gehe ich mal von aus. Und die ist, wenn man auf Kämpfen steht, also, Dankeschön für deine Folge, Giuseppe Gallo. Die Reliant Core ist besser, wenn man gerne kämpft und trotzdem ein bisschen Frachtkapazität haben möchte. Also in dem Sinne ist sie besser als die Avenger Titan, weil sie einfach mehr Schaden macht und genauso viel Frachtraum hat. Nee, Quatsch. Weniger. Die hat 6 Szionen, genau. Aber die macht halt schon erheblich mehr Schaden. Dankeschön. Mailman81ABC. Aber die Avenger Titan ist trotzdem, ich finde, insgesamt ein besserer Allrounder. Schwer zu vergleichen. We're going to be here all week long. Get ready for exclusive events, exciting announcements, limited edition ship variants. Ja, die Marco. Ja gut, die Marco wird dann so ein Reporter. Kannst du so eine Nachrichtenübertragung machen im Raumschiff, also im Spiel. Yeah, welcome back
Kleber, machst du dir auch Sorgen, dass sich die Entwicklung von Star Citizen in Details verrennt wie Speis und Trank und nicht die Grundmechaniken wie Salvage und Medical priorisieren? Paletus, lieber Paletus, Speis und Trank ist eins der Grund, ist eine der wichtigsten Grundmechaniken in Star Citizen. Da hast du, glaube ich, etwas missverstanden, weil das ist ja ein essentieller Bestandteil. Verstehst du den Witz dabei? Essentiell. Der essentielle Bestandteil der Survival-Mechanik. Und das sind ja keine kleinen Details. Also Essen, Trinken, Hunger, Durst, das sind schon sehr relevante Dinge für eine realistische Space-Sim. Und auch für Roleplay. Habe ich auch mal im Video drüber schon gesprochen. Also, ich mache mir da keine Sorgen, dass sie sich in irgendwelche doofen Details verstricken. Gut, man kann es drüber streiten, über diese Yoga-Outfits, die sie jetzt da basteln, aber das ist Kleinkram. Das ist so klein Zeug, das wird nebenbei gemacht. Das ist kein Main-Feature. Das kostet auch nicht wirklich Zeit. Ja. Aber ich habe bisher in Star Citizen noch kein System gefunden, keine Sache gefunden, wo ich sage, Mensch, das sind aber ganz schön viele Details, die man eigentlich gar nicht braucht. Also mir fällt wirklich gar nichts ein, muss ich zugeben. Nichts. Und man muss auch sagen, das Salvaging zum Beispiel, nur um das mal vielleicht nochmal klar zu machen, das Problem beim Salvaging, was sie haben, ist die Technik, die einfach noch nicht funktioniert, weil sie wollen ja ein Voxelsystem in Star Citizen haben. Für Beschuss zum Beispiel, aber eben auch für Salvaging. Das ist ja Voxeltechnologie, die haben sie noch gar nicht. Jedenfalls nicht so, dass man damit arbeiten kann. Wenn diese Technik da ist, kommt das Salvaging und nicht eher. Und das dauert offensichtlich halt ja länger. Ne? Das ist halt ein bisschen schwierig, weil sie diese Voxeltechnik mit dem Object-Container-Streaming irgendwie verbinden müssen. Das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich. So, da ist eine Höhle. Sehe gar nichts. Ah, jetzt sehe ich was. So, wo landen wir denn mal? Oh, hier sieht es doch ganz nett aus. Unsicher. Ah, doch, passt so. Okay. Engine off. Da. Hallo Ploperich. Was für eine Technologie? Achso, Voxeltechnologie. Voxeltechnologie, das ist, dass du halt, kurz mal Helm aufsetzen. Guck mal, ob das klappt hier. Voxeltechnik heißt, dass du halt hier nicht ein fertiges Objekt hast, sondern dass dieses Objekt quasi eben aus Voxeln besteht. Das heißt, dass du halt da reinbohren kannst, ein Loch reinmachen kannst und das verformen kannst, zum Beispiel. Ja? So, wie kalt ist es denn? Okay, relativ kalt. Wir gehen mal schnell rein hier. Dankeschön, Ostfriese, für deinen Resub mit Prime. Jetzt bist du zum Private aufgestiegen. Juhu. Ich hoffe, man kann diese Texte, die ich da mal zugeschrieben habe, auch lesen immer. So, mal schnell in die warme Höhle reingehen. Ah, sieht schon cool aus hier, ey. Ich mag das so sehr. Ach, schön. Es ist halt viel zu kalt, ich weiß, ich gehe mal schnell rein. Man sieht's. Okay, das ist gut. So, genau, ich würde mal sagen, ah ja, Multitool. So, ich will mich ein bisschen hier Erze minern. Mal gucken, ob wir vielleicht auch was Neues finden. Das wäre ganz schön. Ein paar neue Mats, weißt du? Okay, die Höhle ist auf jeden Fall ein bisschen anders als die ich normalerweise kenne. Was haben wir hier? Aphorit. Ja, nehmen wir mal. Wobei, nee, nehme ich nicht mit. Ich will nur mal das Inventar voll machen mit was Wertvollem. Das ist nicht so viel wert. Aber letztes Mal konnten wir es nämlich nicht so gut verkaufen, leider. Nur Knebel, auch wenn ihr mich kacke findet, weil ich kein. Nochmal was. Hallo Knebel, auch wenn ihr mich kacke findet, weil ich kein harter SC-Jünger mehr bin, aber deine Trucker-Musik und dein Gezocke ist lustig. Niemand hasst dich! Auch das Kommentar, was ich dir geschrieben habe, war wirklich überhaupt nicht böse gemeint. Wirklich nicht. Und du bist auch weder gesperrt noch sonst irgendwas, weißt du ja selber. Ich finde nur die Einstellung halt für Star Citizen oft so ein bisschen unpassend. Mehr habe ich nie gesagt, ne? Glaube nicht, dass sich irgendwer hasst. Wir können auch alle vernünftig diskutieren. Über verschiedene Dinge.
Der Favorit hier. Multitool kaufen kannst du in fast jedem Waffenshop. Einfach mal gucken. Geht fast überall mittlerweile. Gott sei Dank. KimmyTV, sag mal, wegen den Hotas, du hast sie jetzt schon eine Weile. Ist das Geld wert, auch vom Fliegen her und so weiter? Ja. Also aus meiner persönlichen Sicht heraus absolut. Also die Hotas, wobei ich muss sagen, insbesondere der Schubregler, also der linke Hotas quasi, ist jeden Cent wert. Es macht so viel mehr Spaß, Star Citizen auf diese Weise zu spielen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Meine ganz persönliche Meinung. Dankeschön, Herbert Mietzhaus, für 5 Euro. Dankeschön. Also Hotas kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Es müssen nicht die teuersten sein. Es reicht auch wirklich ein Schubregler. Aber ganz ehrlich, Schubregler und Maus, beste. Sehr, sehr geil. So, oh Gott. Ich hab immer Angst. Ich hab immer Angst, dass ich irgendwie... Was kostet deiner? Also wenn ihr nur meinen Schubregler haben wollt. Wie kann ich das am besten sagen? Ich müsste jetzt mein eigenes Ding hier aufmachen. Also ich habe ja einen Link unten, wenn ihr den anklickt, dann kommt ihr normalerweise auf den Thrustmaster Hotas Warthog. Und dort gibt es, da könnt ihr auswählen, da gibt es den Dual Throttle. Der kostet weniger. Also der normale, der volle Hotas kostet 375 und der... Ich kann es mal kurz versuchen zu zeigen. Das ist in dem Fall dann wirklich nur Werbung, aber ihr fragt ja, also zeige ich euch mal ganz kurz. Ihr könnt auch woanders kaufen. Das kostet das hier. 234. Das ist das Teil. Das ist der Schubregler hier. So. Den kann ich wirklich nur in Kombination mit Maus wärmstens empfehlen. Spiele ich jetzt schon die ganze Zeit, so halt beim Fliegen. Ist super angenehm. Geht nichts zu anklicken, musst kopieren. Ja, okay, musst du kopieren, leider. Ja. Musst du leider kopieren. Twitch erlaubt es nicht, dass man Links anklicken kann. Ich weiß auch nicht warum. Geht halt nicht. Ist aber, glaube ich, bei YouTube auch so. Weiß gar nicht. Kann mir jemand sagen, wie ich die Wiedergabe auf 360p einstellen kann? Ich kann nur 1080p auswählen und bei der automatischen Auswahl komme ich nur auf 1080p. Ah, Mobilnetz. Ja, geht leider nicht. Aktuell. Ich bin ja kein Twitch-Partner, ich bin nur Affiliate. Aus diversen Gründen, die einige kennen und andere nicht. Und dadurch kann man die Qualität nur teilweise an bestimmten Tagen richtig einstellen. Leider. Ich hoffe ja, dass sich das nochmal ändert. Mich drüber aufgeregt. Das ist einfach völlig beknackt, dass man das nicht einfach generell macht. Auch bei den Leuten, die gar nichts sind. Also ich finde, wenn ich jetzt einen ganz neuen Twitch-Kanal eröffne und mich niemand kennt, wieso dürfen sich dann die Zuschauer nicht die Quali einstellen? Das soll mir mal irgendwer logisch erklären, wo da das Problem ist. Ich muss da durchkriechen, warte mal. So. La, 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 la. Kann man jeden Schalter an dem Throttle einstellen? Ja, natürlich. Also du kannst jeden einstellen. Nicht alle eignen sich für alles, muss man auch dazu sagen. Aber das geht, das geht. Ich habe auch einen Hotas-Guide, da könnt ihr gerne reingucken. Auf YouTube einfach in die Guide-Sektion mal reinschauen. Ihr könnt auch, das auch einfach eingeben. Knebel, weiß ich nicht, Star Citizen Hotas-Guide. Wow, guck mal. Cool. Richtig, guck mal, die bewegen sich sogar. Kleine Tierchen. Das ist bestimmt ein Grafikbug. Ah, sieht geil aus. Könnt ihr mal eingeben und dann einfach mal angucken. Dankeschön, Paddy79 für deinen Resub im 6. Monat. Dankeschön. So, und da zeige ich euch das auch alles. Da ist auch ein Download-Link, wo ihr meine Tastenbelegung bekommt. Ne? Also inklusive Hotas. Da müsst ihr nur runterladen. Die Tastenbelegung ist ein kleiner Download-Link und dann könnt ihr das einfach euch reinziehen und müsst nichts mehr einstellen. Dankeschön. Furby, heißt das Furby11? Glaube ja. Dankeschön für deine Kanalmitgliedschaft auf Tier 1. Vielen Dank. So. Wäre es besser, dir auf YouTube zu folgen? Das kannst du machen, wie du möchtest. Du kannst ja auch einfach auf mehreren Plattformen folgen. Auf Twitch gibt es halt keine Videos, ne? Ich meine, es gibt zwar die Video-on-Demand-Funktion, aber die nutzt niemand. Und auch ich werde die nicht nutzen, weil die einfach ultra schlecht ist.
Also Videos gibt es nur auf YouTube. Und auch Guides gibt es nur auf YouTube. Ich mache hier keinen Livestream-Guide oder sowas. Das ist mir nix. Also am besten im Zweifel auf beiden Plattformen folgen. Dann verpasst ihr nichts. Dankeschön. Auch dir, Chris Van Seel, für deine Kanalmitgliedschaft auf Tier 1. Vielen Dank. Ich muss hier unten durch. Jetzt kommt hier wieder kalte Luft rein, ne? Schweinerei. Die Glühwürmchen meinern für gute Knete. Oh, die armen Glühwürmchen. Die will ich gar nicht meinern. Jo, klar. Live gucken kannst du doch. Auf Twitch ist doch super. Jeder wie er möchte. Absolut. So. Komm, steh auf, Junge. Was macht denn... Was macht mein Charakter? Ach, jetzt. Boah, ich habe gerade einen Stein im Augenwinkel gesehen. Das ist doch ganz steil. Scheiße. Jetzt wieder nichts zum Abbauen, ne? Und wenn ihr ein bisschen zusammen zocken wollt, ne, denkt dran, ihr kriegt, also nutzt, ich kann wieder nicht laufen. Ach klar, natürlich, der Wind bremst mich in der Höhle. Das ist unfassbar. Was ich gerade sagen wollte, wenn ihr jetzt ein bisschen zusammen zocken wollt, ihr könnt auch gerne das Community Teamspeak benutzen. Gar kein Problem, könnt ihr euch einloggen. Da sind oben 4 Channels, 4 Star Citizen Channel, die sind für jeden frei betretbar. Braucht ihr also auch keine Rechte oder irgendwas. Könnt ihr euch absprechen, könnt da reingehen. Und gemeinsam zocken. Dankeschön. The Nurse für deine Kanalmitgliedschaft. Ebenfalls auf Tier 1. Dankeschön. Oh, Hadalit. Ich kann nicht drücken. Ist da kein Attachment dran? Guck mal doch mal. Customize. Tatsächlich. Doch, war aber dran, ne? Ah, okay, war noch nicht dran. So. Wo finde ich den Community Channel? Also die YouTube-Kanalmitglieder sehen den in der Community-Ebene. Ganz normal, für alle, sichtbar. Dankeschön, Fari, für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Oder Resub in dem Fall. Bei Twitch, ich habe bei Twitch, ich weiß nicht, gibt's bei Twitch mittlerweile eine Option, dass man so eine Art Custom-Grußnachricht an die schicken kann, die den Channel subben? Gibt's sowas? Ich glaube, sowas gibt's nämlich gar nicht. Ich sag gleich was, Skelettmorphen, dazu. Über den Bot. Oh Gott. Zurückgehen mit dem Bot. Ja, aber dann sieht es ja jeder, oder? Ich würde gerne, ich weiß nicht, ich würde ganz gerne eine Custom-Nachricht an die Leute schicken, die den Channel subben. Dass ich dort die Teamspeak-Daten einfach reinschreibe oder so. Weil das Ding ist, ich könnte sie natürlich technisch gesehen auch öffentlich posten. Das Problem ist, ich habe keinen Bock auf Spam. Und es gibt einfach so viele Leute im Internet, die dann sich einen Spaß draus machen und den Channel, den Teamspeak-Channel dann quasi zuspammen und irgendwelchen Müll da machen. Habe ich keine Lust drauf, das versteht ihr sicherlich. Das stimmt, Wolfgang Monzel, aber ich bin hier in der Höhle, das backt noch rum. Die Höhle hat quasi Löcher und wenn du den Löchern zu nahe kommst, dann kommt die kalte Luft rein, sozusagen. Wenn du aber richtig stehst, so wie ich es hier, dann kommt das Problem nicht. So. Genau, deswegen mache ich das erstmal nur, dass nur die Kanalmitglieder Subs und die Patreons das kriegen. Jemand Sub bedankt sich der Bot direkt danach bei demjenigen. Aber das ist doch nicht öffentlich, oder? Also wenn ihr Sub seid, schreibt mir einfach auf Twitch, könnt ihr ja machen. Machen wir es erstmal so, muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Und ihr wollt auf das Teamspeak mal gehen, könnt ihr gerne tun. Schreibt mir bitte einfach eine PN, dann sehe ich ja, dass ihr Sub seid und dann schicke ich euch die Daten einfach rüber. Ne? Ich will sie nicht öffentlich posten, nicht weil ich nicht will, dass dort nicht jeder rein kann, sondern weil ich einfach nicht will, dass das voll gespammt wird mit allen möglichen Leuten. Deswegen mache ich da so eine kleine Hürde rein. Ne? Aber wenn ihr Freunde habt, dann könnt ihr natürlich die auch einladen, das ist kein Problem. So. Hallo Rob Schneider.
So, warte mal, persönliches Inventar. Wie viel haben wir denn noch Platz hier? Oh. Quasi nur noch ein Hauch von nichts. Da können wir ja schon wieder gehen. Okay, dann gehen wir wieder. Lalalala. Mal kurz hier Stone. Ja, wieder guck ich mir nochmal an. Kann ich euch dann nach dem Stream geben, wer das möchte, wer das TeamSpeak mal sich einrichten will. Also einrichten ist das falsche Wort. Wer da mal drauf möchte, könnt ihr einfach drauf gehen. Oben sind eben 4 Channels und die könnt ihr auch ohne, dass ich euch Rechte gebe, einfach benutzen, einfach reingehen. Wenn noch niemand da ist, einfach im TS sitzen und warten, wenn ihr Zeit habt. Da kommen normalerweise dann Leute rein und dann könnt ihr die Channel da frei benutzen. Ja. So, was war das denn für eine Inventaranzeige? Achso, warte, bevor ich das sage, ich wollte was anderes sagen. Skelet Morph hat gesagt, ich verstehe nur nicht, warum der Stick bei deinem Hotas keine Z-Achse hat. Es gibt ja eine Z-Achse. Ne? Die ist halt nur woanders. Du meinst wahrscheinlich jetzt an dem Joystick selber. Ja gut. Ganz ehrlich, ich würde sie, wenn es die gäbe, auch nicht nutzen. Würde ich nicht machen. Wo ist Teddy? So, Inventaranzeige. Das ist das neue persönliche Inventar. Wenn du auf I drückst, dann kommst du hier rein. Hm? Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Wenn du dich da genauer für nochmal informieren willst, kannst du das gerne tun. Einfach mal auf den YouTube-Channel gucken. Das ist noch nicht so lange her. Da habe ich ein Video gemacht zum neuen Interaction-System, ist das Video. Kannst du dir da mal angucken. Das ist kein langes Video. Da zeige ich, was man damit alles Tolles machen kann. So, nur ist die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Sieht halt schon schön aus, ne? Ganz cool gemacht. Halt noch ein bisschen verbuggt, aber sieht cool aus. Wie bei so vielen Dingen, ne? Sie sehen cool aus, aber sind noch ein bisschen verbuggt. Naja, müssen wir halt mit leben. Dafür ist es halt eine Alpha. Ja, Z-Achse, genau. Das heißt, wenn du den Stick nach links und rechts so drehen willst, genau. Aber das mag ich auch nicht. Also, ich bin gar nicht böse, dass es das nicht gibt. Aber ich gebe dir recht, sie hätten das natürlich einfach machen können. Aber es ist tatsächlich so, also ich bin jetzt kein Experte darin, aber es ist wohl so, dass es diese Z-Achsen im Real Life so wohl gar nicht mehr gibt, sondern dass man tatsächlich das mit den Pedalen dann löst. Und das ist ja ein Replika, das ist ja ein Replika von einem echten Stick von der US Air Force. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, kann das sein? Ja, hier bin ich definitiv falsch. Ich muss hier wieder zurück. Und deswegen gibt es das eben auch nicht. Benutzt du eigentlich die beiden Schubregler-Teile separat? Achso. Den rechten nutze ich zum Gas geben, den linken aktuell nur zum Mining. Ich habe versucht, die beide zum Fliegen zu nutzen, ist mir aber nicht wirklich gut gelungen. Aber so ist es ja angenehm. Also ich habe die quasi getrennt, da gibt es so eine Schräubchen, also na, so eine kleine Klemme. Dann hängen die ordentlich zusammen, ganz fest. Ah, da muss ich durch. Oder? Ja, da muss ich, glaube ich, unten durchkriechen. So. Genau. So habe ich das halt bei mir gemacht. Genau, für die Z-Achse sind die Pedale. Das würde ich euch auch empfehlen. Das ist halt immer Geschmackssache, aber also ich will halt generell auch keine Pedale haben. Aber wer das volle Erlebnis will, sollte sich da am Real Life orientieren. Und da ist die Z-Achse eben auf den Pedalen. Heißt also, ein Fliegen reicht ganz gut, ein Schubregler, der nur aus einem Teil besteht, oder? Ja, grundsätzlich schon, klar. Wie gesagt, ihr müsst nicht den Thrustmaster nehmen, ihr könnt auch was anderes euch kaufen. Ich habe ja halt den Thrustmaster mir geholt, weil der einfach aus Metall ist, weil ich das cool finde, ein bisschen wertig ist und der auch extrem präzise ist. Ich kann halt nichts über die Präzision von anderen Dingen sagen. Ja. Bin ich jetzt wieder verlaufen? Nee, bin ich, oder? Ich habe mich in der scheiß Höhle verlaufen, ich glaub's nicht. Hey, aber... Warte mal, gab's da irgendwie so einen Gang, oder? Ein recht enger Gang nach oben? Blöd. Nur falsch abgebogen hier. Immer diese Irrgartenhöhlen. Verdammt. Wir finden das schon.
So ein bisschen zurückgehen hier. Ah, das sieht gut aus. Das sieht, ja, das sieht sehr, sehr gut aus sogar. Zack. Zack. Klettermaxer wird es schon richten. Ihr wisst ja, wie es läuft. Wie im Gefängnis hier. So. Ja, komm hoch da. So. Und so. So. Was das Klettern angeht und auch das Springen, sollten Sie vielleicht nochmal einen kleinen Blick auf Assassin's Creed werfen. Das ist da deutlich besser umgesetzt. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was sich abgucken. Das ist fast schon wieder ein bisschen zu krass bei Assassin's Creed, aber es hat doch so seine netten Seiten, sag ich jetzt mal. Da können sich wirklich das ein oder andere noch mal zu Gemüte führen. Bin wieder draußen. Ich sehe, ach ja, das gute alte Tageslicht. So, Raumschiff ist da. Oh, ich habe auch das Licht angelassen. Oh, da wird bestimmt die Batterie runter sein. Oh, oh, oh. Das kommt auch noch rein, glaube ich. Energievorrat von Raumschiffen, weil aktuell haben die ja unbegrenzt Energie. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch nochmal ändern. Habe ich die Tür offen gelassen? Oh, oh. Das ist wirklich Knebel-like. So, hat da keiner gesehen. So, Engines waren hier oben, ne? Genau. Jetzt breche ich erstmal kurz die Quest hier ab. Bin gespannt, was Hadanitis bringt. Hab noch nie die Preise mir angeguckt seit langer Zeit. Weg damit hier. Und dann wollen wir erstmal. Ja, fliegen erstmal raus hier. Warte mal. Moment. Hat die relined? Die relined Scanner? Guck mal. Da war doch gerade ein Erzbrocken, oder? Habe ich mich verguckt? Hab ich mich verguckt vielleicht? Tatsache. Du kannst mit der Reliant Zen scannen, kann das sein? Ich weiß nicht, was das ist hier unten. Da, jetzt. Okay, das wusste ich noch nicht. Okay, Moment, das will ich kurz testen. Das geht? Da war was im Weg. Das würde ich gerne mal testen. Das wäre ja richtig nice. Könntest du ja nach Mining, also nach FPS-Mining gucken. Ohne Höhle quasi. Ist zwar ineffizient, aber wenn du eh irgendwo bist. Ist das wieder der Punkt hier? Ja, das ist wieder die Höhle. Also gehen tut das offenbar. Wir haben ein bisschen Licht an hier. Oh Gott. Was ist das für Licht? Schnell aus. Ist das neu? Hallo CPHR7. Ich dachte immer, das konnten nur die Prospector, die Mole und die Terrapin. Weil eigentlich alle anderen Schiffe dürften das eigentlich nicht können. Gut, die Zen ist halt ein Forschungsschiff, hat vielleicht bessere Scanner? Weiß es nicht. Okay, da ist was. Ich will nur mal wissen. Tatsache. Okay, das wusste ich wirklich. Das ist auch neu. Oder das ging vorher schon, ich habe keine Ahnung. Jetzt kann ich es scannen. Okay. Ja gut, ich kann es natürlich nicht abbauen, leider. Weil ist ja eine Reliant. Aber ist gut zu wissen, oder? Nicht schlecht. Für FPS-Mining? Nicht schlecht. So, fliegen wir erstmal hier ein bisschen raus. Ah, guck mal, hier geht die Sonne auf. Schön. Mal ein bisschen verdrehen. Da ist sie. Feini.
Ja, gut, die Carrie kann das auch, das stimmt. Ist auch ein Exploration-Schiff in dem Falle. Aber dass es die Reliant kann, wusste ich tatsächlich nicht. Das ist mir tatsächlich neu. Ja gut, scannen können die alle, die Schiffe. Also einen Scanner haben die alle, aber dass die Erze finden, das meine ich ja. Das war mir tatsächlich neu. So. Wisst ihr, man lernt halt wirklich nie ganz aus. Wo verkauft man das? Wir sind jetzt hier, hallo, Mausrad. Achso. Verkaufen wir es aber direkt bei Microtech. Würde ich mal sagen. So, tschüss, schöner Mond. Ach, das war nur der OM-Punkt. So, nochmal hier rüber. Ich wurde übrigens letztens darauf aufmerksam gemacht, weil ich ja immer sage, die Monde sind so weit weg, die sieht man ja fast gar nicht und es wäre schöner, wenn man die sehen würde, dass man auf der Erde den Erdenmond nur deshalb sehen kann, weil der unverhältnismäßig gigantisch ist. Also der Erdenmond ist ja um ein Vielfaches größer als reguläre Monde. Wollte ich nochmal kurz anmerken, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde und das stimmt natürlich. Trotzdem bleibe ich dabei, ich fände es schöner, wenn die Monde einfach ein bisschen näher rankommen würden an die Planeten, auch wenn es dadurch unrealistischer würde, ein bisschen, weil ich mag das, wenn ich große Monde am Himmel sehen kann, nicht solche kleinen Mikro-Dinger, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Ist es ein Stern oder ist es Superman oder keine Ahnung, was es ist. Aber es hat eben seinen Grund. Hallo, das Licht. Der Mond ist größer als der Pluto, ja genau. Aber der Pluto ist ja auch kein Planet mehr. Ne? Der Arme. So, wo ist Neubabage? Es ist unsichtbar. Ich sehe es nicht. New Babbage, hallo? Bin ich blind oder doof? Oder beides? Blind und doof. Da bist du wirklich dann richtig bestraft fürs Leben. Wo ist denn... Ach, da! Sag das doch einer. So. Pyro hat 6 Monde mit relativ dichter Umlaufbahn um den Planeten. Da freue ich mich schon drauf. Oh ja. Klingt gut. Klingt nach einem guten Sternsystem. Übrigens, ich trinke heute mal ausnahmsweise keinen Ingwer-Tee, sondern ich habe mir ganz feist heute mal eine Cola organisiert. Auch mal wieder angenehm. Schon lange nicht mehr getrunken. Schön mit Eis. So. Der Raumhafen ist dort rechts. Let's go. Gucken, ob wir es verkaufen können aus dem persönlichen Inventar. Ich bin ja gespannt. Da passt frischer Ingwer auch super rein. Das glaube ich weniger. Was denn? Ich mache da gar nichts. Ich fliege da nur geradeaus. Beruhig dich mal, Bordcomputer. Oh, overheating. Bremst mal, ja. Gar nichts ist hier. Go. Will doch nur nach Hause fliegen. Knebel nach Hause fliegen. Knebel, hast du die aus dem Intershop? Ja, wen? Intershop? Ach so, die Cola. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ach Gott.
Okay, der ist aber echt schlecht. Der ist echt schlecht. Der Intershop. Ich kenne nicht mal Intershop. So alt bin ich noch auch nicht. Dass ich noch Intershop kenne. Das war vor meiner Zeit. Oder? Na gut, wenn es die bis 90 gab. Weiß ich nicht, wie lange es die gab. Naja, ich weiß, die Cola Westprodukt. Ha, ha, ha. Westprodukt. Im Osten gab es auch Cola. Das hieß. Wie hieß das? Das war ganz, ganz schlimm. Wie hieß denn das? Vita Cola, danke. Vita Cola, die einzige Cola, die wirklich, und da kann mir jeder sagen, was er will, das schmeckt nach Erbrochenem. Es tut mir leid. Ich habe Vita Cola mal getrunken. Es schmeckt wie wenn ich gekotzt habe. Und zwar 1:1 so. Da ist kein Unterschied. Fehlen nur noch die Stückchen. Schmeckt einfach nicht. Vita Cola, das ist ganz irres Zeug. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Halt einen Haufen Zitrone halt reingekippt. Aber nicht die leckere Zitrone, sondern die Chemie-Zitrone. So, kennt ihr diese kleinen gelben Plastik-Zitronen? Das Zeug ist da drin. Ich finde die lecker. Na dann, gönn dir. Nee, ich weiß nicht. Also, ich habe es mal getrunken, weil ich das mal testen wollte. Es schmeckt halt wirklich nach Erbrochenem. Sorry. So, wo darf ich denn landen? Liebes Spiel. Ich habe auch Vita Cola mit im Rucksack. Okay, ich darf nicht landen. Ah, jetzt. Dankeschön. Dodget 00 für dein Follow. Hallo Johnny Schanz. Vita Cola, besser rein als raus. Einigen wir uns einfach auf koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. So, ein bisschen hier rum. Ich flieg gerade die Reline Zen. Die Core muss ich nochmal holen. Wir machen, ich würde mal sagen, wir machen das mal vielleicht mal für einen Stream oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie genau ich es mache, aber ich würde sagen, wir holen uns nochmal die Reline Core, machen da auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Kampftest damit. Und dann verlose ich die. Ne, an die Kanalmitglieder, Subs und Patreons. So ein kleines Community-Schiff quasi. Wäre vielleicht mal wieder an der Zeit, ein kleineres Community-Schiff mal wieder rauszuhauen und auch einfach nochmal zu testen. Speziell jetzt, wo sie so ein bisschen jedenfalls gereworked haben. Ne? Hallo Officia Beefy. So. Ach, schön. Vita Cola raus, ging nur durch die Nase. Oh. Wann verlost du die? Ich weiß noch nicht. Ich denke mal, irgendwann diesen Monat machen wir das noch. Irgendwann. Dankeschön, Official Beefy, für dein Follow. Ich sage euch nur Bescheid. Das rennt ja nicht weg. Zählt Twitch und YouTube-Sub als eine Stimme? Tatsächlich nicht. Also tatsächlich nicht, weil, also eigentlich müsste man das so machen, kann ich aber nicht, weil ich kann ja unmöglich kontrollieren, ob Person A auch Person B ist, außer sie hat denselben Namen. Und wer schlau ist oder wer das dann einfach umgehen will, ne, der ändert den Namen halt. Also insofern zählt nicht als eine Stimme, sondern es zählt halt nur als zwei. Beziehungsweise, wenn du noch Patron bist, sogar als drei, rein theoretisch. Das gleiche Prinzip wie bei den Stars. Das ist genau das gleiche. Ich kann es eh nicht kontrollieren. Und da bringt es nichts, da irgendwie, ja, zu unterscheiden. Macht keinen Sinn. So, Metro Loop. Lalalalala. Freelancer Max auf einer Caterpillar upgraden, wenn ich die 10 Piratenwellen geschafft habe. Ja, das geht. Du musst aber, glaube ich, nicht 10 schaffen, ne? Ich glaube, die Caterpillar war bis Stufe 15. Ich glaube, du musst den Multiplayer machen bis Stufe 15.
aber nicht drauf festnageln. Kann sein, dass ich das auch gerade falsch liege. Warte mal, wo wollte ich denn hin? Ich wollte nicht hier hin, ich wollte darüber. Kann sein, dass ich da wirklich falsch liege. Aber wie gesagt, das würde theoretisch gehen. Da kannst du die theoretisch kaufen. Du kannst aber auch noch warten, wenn du die normale Caterpillar haben willst. Die gibt's bestimmt wieder im Anniversary Sale im November. Also wenn, oder Oktober, November. Wenn du da noch Zeit hast, bis dahin kannst du noch ein bisschen warten. Die Max ist ja fast dasselbe Schiff, nur ein bisschen kleiner. Wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Ja, vor allem, das Ding ist halt, ich weiß nicht, was du auf deiner Freelancer Max für eine Versicherung hast. Also wenn du da Lifetime hast, dann erübrigt sich die Frage. Dankeschön. Dragon Sub 003. Nee, Dragon Sub 03 für deinen Prime Sub, dankeschön. Ich weiß nicht, ob du da Lifetime drauf hast oder nicht, aber wenn du nicht Lifetime drauf hast, sondern nur eine normale Versicherung, dann wäre es so, dann kannst du deine Max einschmelzen für Stalk-Credits, dann einfach die Caterpillar kaufen im Anniversary-Event und hast dann, weiß ich, 5 Jahre Versicherung oder so. Okay, hast LTE. Na gut. Hallo Zagarot. Die Kete soll vielleicht einen Upgrade bekommen und teurer werden. Okay, davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist mir neu. Pirate Caterpillar gibt's, wenn du Pirates Form Multiplayer bis Welle 10 beendest. Sicher? Warte mal ganz kurz. Irgendwas klappert hier. Na egal. So. Es rappelt in Gardon, dong, 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 dong. So klingt das hier gerade hinter mir. Das Heizungsrohr knackt. Weiß nicht, was es ist. Dankeschön. Multihamster 936 für dein Follow. Die ganze Zeit so klock, 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 klock. Und hallo Christian B. aus E. Huch. Kannst du meine FA annehmen? Mache ich dann nachher. Einfach schicken, mache ich dann nachher. Mache ich dann wie jetzt vorhin zum Beginn des Streams da unten rechts in dem Friendlist-Teil. Habe immer Angst, das zu machen, weil die haben so eine Connection zwischen dem Ingame und dem und der Website. Und ich habe immer Angst, dass da irgendwas mich rauskickt, weißt du? Deswegen mache ich das Ingame immer nicht. Moin, was ist hier los? Hallo M-Punkt. Wir verkaufen jetzt mal schön was. Mir fällt gerade auf, dass man doch verhältnismäßig weit latschen muss, um was zu verkaufen, oder? Kommt das nur mir so vor? Und ich bin falsch gelaufen. Klar, hinzu. Oder? Ja, doch, bin ich. Bin falsch gelaufen. Promenade, genau. Wir wollen hier zum Babbage Plaza. Es rappelt im Karton. Da hinten muss ich hin. Und jetzt zuppelt es wieder. Richtiger Hardcore-Hänger teilweise. So. Refinery. Nee, das ist hier. Hier verkaufe ich das. Das kommt nicht in die Raffinerie, sondern das kommt hier hin. Da. Hadanit. 275 pro Unit. Wow. 2000 Tacken. Okay, aber trotzdem ein guter Preis. Ist guter Preis. Hat guter Preis gemacht. So. Wunderbar. Und ich sehe gerade, oh nein, ich habe nur 98% Flüssigkeit in meinem Körper. Ich muss das sofort ändern. Hunger habe ich noch nicht. So. Los, benutze es. Drop Item, ne, ich würde es. Ach so. Rink. Ich muss kurz drüber nachdenken. Ah, in welcher Tasche habe ich das nur? Wo habe ich noch das Wasser hingesteckt? Was da oben? Links? Rechts? Unten? Ich glaube, er kann gerade nicht trinken. Irgendwas blockt ihn. Was nochmal? Ach, es ist einfach despawned. Carry. Was machen wir damit?
Ja. Ja, schade. Ah, doch, da. Der hat's in der Hand. So. Na dann, gönn dir mal, mein Freund, dass die Falten aus dem Gesicht wieder weggehen, oder? Oh, und die Falten gehen. Das sind nämlich Durstfalten. Ah, Falten weg. So. Was austrinken hier? Weil wieder einstecken kann ich es nicht. Das ist wie im Real Life. Wenn du so eine Flasche hast, so eine 1-Liter Flasche, du musst die halt sofort austrinken oder halt einen Schluck nehmen oder wegschmeißen. Das funktioniert sonst nicht. Du kannst eine Flasche, die angetrunken ist, auf keinen Fall wieder in dein Inventar stecken. Auch im Real Life nicht. Macht man einfach nicht. Gehört sich nicht. Einfach wegschmeißen. So. Ach komm. Ich gönne mir hier nochmal noch irgendwie so ein Sandwich hier. Avocado. Ja, guck mir den hier an, weg. Avocado-Sandwich. Ah, oh, das klingt viel zu gesund. Warte mal, ich würde gerne was Ungesundes haben. Hier, Bacon Club Sandwich. Das klingt gut. Schön fettig und salzig. Exeter Schalke, genau. So, nom 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 nom. Und da war es direkt weg. Komplett mit Hand ins Maul reingestopft. So, ich trainiere hier noch ein bisschen. Warte mal, ich muss mal kurz hier vorbei. Oh, Platz da. Hier kommt der Trainingsmeister. Alle viel zu langsam hier. Ja, und dann gleich wieder aufgeben. Typisch. Na, 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 na. Muss man die Kalorien abtrainieren. Das Bacon-Sandwich, das ist gleich wieder weg. Das Fett hat keine Chance. Fridays for Bacon. So, ich hole euch. Okay, dann gehe ich sagen, ich stelle mich mal kurz hier rein. Und gönnt euch mal diese Aussicht ein bisschen, einen kleinen Moment, und bin mal kurz auf dem Klühlchen. So, bis gleich. So, bin ich auch wieder zurück. Ich musste einmal ganz kurz stehen bleiben, auf dem Weg zum Klo. Musste mal ganz tief durchatmen, weil gerade da kam so ein, was ist so herrlich, dieser leicht blumige, waldige Geruch. Das ist einfach herrlich. Klingt für manche vielleicht
Stand clear of disembarking passengers. Was? Achso. Das klingt vielleicht für manche ein bisschen komisch. Aber ist es tatsächlich so ein Lebensqualitätsgewinn, wenn man sein Leben lang irgendwie mitten in der Stadt gewohnt hat und dann irgendwie so ein bisschen abseits halt kommt? Das ist so krass. Das ist unfassbar. So. Das rappelt im Karton. Klar kenne ich das. Das kennt auch jeder. Das lief doch rauf und runter. Nein. Keine Erstickungstote bis jetzt, aber eine offene Schiffsluke. Ja gut, irgendwas ist halt immer, ne? Aber noch kein Absturz, kein 30K. Daumen hoch dafür, uns auch beide. Kein Mega-Bug oder sonst irgendwas. Kein Festklemmen, gar nichts. Wirklich schön. Sehr, sehr angenehm. Das muss man wirklich mal sagen. So. Mal schauen hier. Kann man im Spiel gekaufte, geliehene Schiffe im Arena-Commander benutzen? Nein. Ich glaube nicht. Hi, heute bin ich eigentlich Solo-Spieler. Was? Hi Leute, ich bin eigentlich Solo-Spieler, aber kann ich mein Schiff verleihen und dann derjenige das Schiff komplett nutzen? Aktuell geht das nur begrenzt. Also du kannst dein Schiff jemandem geben und der kann dann damit rumfliegen, der kann auch schießen. Der kann es, glaube ich, sogar reparieren und alles machen. Aber er kann weder das, zum Beispiel Mining machen, noch kann er sagen, er claimt das Schiff oder irgend sowas. Das geht alles noch nicht. Warum hast du eigentlich nur 13.000 Abonnenten? Ich dachte am Anfang, du hast viel mehr. Wieso? 13.000 ist doch eine ganz nette Zahl. Vor einem Jahr waren es noch 8.000. Nee, weniger sogar, glaube ich. Weiß gar nicht mehr. Lalala. Außerdem ist Star Citizen, ist die Star Citizen Community in Deutschland zumindest noch nicht, sage ich jetzt mal, so gigantisch groß. Und ich glaube auch, dass diverse Leute, die Star Citizen Content gucken, den Channel gar nicht abonniert haben. Aus persönlichen Gründen oder was weiß ich warum, weil sie es vergessen haben. Das soll jeder für sich entscheiden. Abos sagen eh nichts aus. Guck dir manche Channels an, die haben 100.000 Abonnenten und mehr oder eine Million Abonnenten. Und die haben genauso viele Zuschauer wie ich. Also insofern. Wichtig ist, dass die Leute, die den Content gucken und nicht, dass sie den Channel abonnieren. Also Channel abonnieren ist trotzdem wichtig, nicht falsch verstehen. Sehr, sehr wichtig sogar. Aber viel wichtiger ist, dass der Content geguckt wird. Weil, naja, das ist letztendlich dann das, worauf es ankommt, immer, ne? So. Hangar 04. Ein bisschen rumschießen heute hier. Hallo Otto Hermann. Aber ihr könnt ja einfach mal checken, die jetzt zuschauen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten davon eh Abonnenten sind. Und wenn nicht, war es Hangar 4? Ich hab's wieder vergessen. Wenn nicht, könnt ihr einfach auf Abo draufdrücken, wenn ihr wollt. Das kostet euch ja nichts. Auf YouTube. Und auf Twitch könnt ihr auch gerne auf Follow drücken. Kostet euch auch nichts. Wenn ihr Lust habt. Ihr könnt sogar die Glocke aktivieren, wenn ihr darauf Lust habt. Müsst ihr aber nicht tun. So. Ja, Deutschland verpennt, das würde ich auch nicht sagen. Also es gibt schon viele Interessenten, aber viele warten halt darauf, dass das Spiel einfach mal fertig wird. Wo ich auch sagen muss, das kann ich auch wirklich gut verstehen, weil auch wenn es eine spielbare Alpha ist, es ist nun mal so, dass nicht jeder Mensch dafür gemacht ist, ein Spiel zu spielen, während es entwickelt wird. Das mag für unser eins normal sein oder irgendwie sogar cool sein, aber viele andere sagen sich, nö, ich will ein fertiges Produkt haben. Die machen keinen Alpha-Test mit. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das sind auch keine Hater und das sind auch keine Kritiker oder irgendwas. Das sind normale Leute, die halt einfach keinen Bock haben, ein unfertiges Spiel zu spielen.
Ne? Die mögen das Spiel, die finden den Traum cool und die gucken auch mal ein Video, aber die zocken es halt selber nicht, weil sie halt sagen, ich warte halt, bis es fertig ist. Ne? Und manche schreckt das Englisch ab, das stimmt. Aber das ist auch normal, das wird auch noch lange so bleiben. Bis das Spiel in der Beta ist, wird das auf Englisch bleiben. Macht keinen Sinn, ein Spiel auf Deutsch zu setzen, wenn es nur ungefähr 20% der Features beinhaltet aktuell. Ne? Lalala. Wieso leuchtet eigentlich die Tür so komisch hell? Das sieht sehr ungewöhnlich aus. Da weiß doch jeder, wo es reingeht. Ist gar nicht gut. Der Roden ist so einer. Genau. Und das ist auch jedem sein gutes Recht. Dankeschön für den Follow, Commander 47. Das so muss jeder mit sich selber ausmachen, wofür er sein Geld ausgibt und wofür nicht und wo er halt wartet. Ja. Völlig okay. Ja, ich hoffe, also Englisch bleiben darf es nicht. Das geht gar nicht. Also ich finde, das ist aber so ein grundsätzliches Ding von mir. Jedes Spiel sollte meiner Meinung nach vollständig auf Deutsch übersetzt werden, grundsätzlich. Also, wo ich noch ein Auge zudrücke, sind so kleine Alphas von einzelnen kleinen Entwicklern von so Indie-Studios, die haben das Geld dafür nicht. Aber ein Spiel heutzutage nicht auf Deutsch übersetzen, ist einfach eine kolossale Frechheit. Das kann sich eigentlich kein großer Entwickler erlauben, weil Deutschland ist der drittgrößte Markt für Gaming auf der Welt, oder zweitgrößte sogar, ich bin mir gar nicht sicher, also von Absatzzahlen, von den Umsätzen her. Das wäre respektlos gegenüber der deutschen Gamer-Community, ein Spiel nicht auf Deutsch zu übersetzen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, also zum Beispiel ein GTA und auch ein Red Dead Redemption. Dort finde ich es gut, dass die Texte nicht übersetzt sind, weil das gibt dem Ganzen so einen Flair. Ne? Das hat dann so einen eigenen Touch irgendwie. Ne? Aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen halt die Regel. Aber keine Sorge, Star Citizen wurde ja schon mehrfach confirmed, wird in Deutsch vollständig vertont und also Text und Sprache kommen. Aber eben, wenn es soweit ist, ne? So. War weit genug draußen? Na, ich mach kurz einen kleinen Jump hier einfach mal irgendwo hin. Dann am schnellsten dann. Ah, hier, hoch zur Raumstation. Genau, da kann ich ja mal kurz landen. Wollt ihr mal gucken, ob ich voll aufmunitioniert bin? Du behältst ja auch nichts aus der Alpha oder Beta, wenn es dann fertig ist. Genau. Ja gut, das ist aber normal. Das ist ja bei allen Spielen, oder sagen wir mal, bei allen guten Spielen so. Guckt euch mal wie heißt das denn? Dieses Kartenspiel an. Dieses League of Legends Kartenspiel, was noch recht neu ist. Guckt mal auf Twitch oder so, wie viele Zuschauer davon noch gibt. Das Spiel ist quasi tot. Das ist tot, bevor es released wurde. Unter anderem, weil, naja, alles behalten wurde aus Alpha und Beta. Das ist halt absoluter Fail, das darf man einfach nicht machen. Stell dir vor, in World of Warcraft würden sie sagen, du hast deinen Charakter schon hochgelevelt, du kannst alles überspringen, bis quasi, wenn das Spiel rauskommt, bist quasi schon fertig. Das kann man sich halt, das ist halt Bullshit, sowas zu machen. So. Aber klar kann man sich das in Deutsch vorstellen. Warum nicht? Ich meine, sie müssen ja nicht alles eindeutschen, aber normale Text und Sprache auf Deutsch ist eigentlich Standard. Sollte also, ne? So. Wo darf ich denn hin hier? Da. Mm-hmm.
Ba-ba-da-da. Gut, wer es nicht auf Deutsch haben will, der ist ja nicht gezwungen. Also man kann ja jedes Spiel in allen Sprachen spielen. Sie müssen halt nur gemacht werden. Lande mal. Achso. Jetzt geht's. Ne? Es gibt ja auch viele, die spielen zum Beispiel an World of Warcraft, obwohl es das locker in Deutsch gibt, auch auf den englischen Klienten. Wer das will, kann das ja tun. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ich zum Beispiel würde es auf jeden Fall in Deutsch haben wollen, weil ich bin Deutscher und ich will das, ich will nicht halt, ist es halt doch so, dass du im Endeffekt dann immer wieder nachdenken musst und dich mehr dann mit der Sprache beschäftigst, teilweise. So, ich habe was verklickt hier. Dass du dich dann wieder konzentrieren musst und was weiß ich was. Das ist halt immer so ein bisschen problematisch dann. Außerdem hat sich auch gezeigt, das muss man auch ganz klar sagen, das sind halt harte Fakten in dem Fall, es gibt kein gut laufendes MMO, wo man die Sprachen gemischt hat. Also es betrifft ja nicht nur die Ingame-Sprache, also quasi Computeransagen oder irgendwie Interface, sondern auch den Chat. Ja, das müssen sie ja auch dann eindeutschen. Sie müssen dann auch dafür sorgen, dass die deutschen Spieler im Chat Deutsch sprechen, im Voice-Chat Deutsch sprechen und so weiter. Das ist wichtig in dem MMO. Bei irgendwelchen Multiplayer-Shootern oder so, bei League of Legends oder bei solchen Spielen, da geht das, da muss das nicht sein. Aber du kannst bei einem MMO das nicht machen, dass du alle Sprachen zusammenklatscht. Das funktioniert nicht. Ja, jedenfalls gibt es bisher noch kein Spiel, was das erfolgreich umgesetzt hat. Ja? Also auch da müssen sie dann gucken, wie sie das dann machen. Da gibt es ja Möglichkeiten, da gibt es ja Möglichkeiten, das sehr einfach zu lösen. Müssen wir mal gucken, was sie denn für eine Lösung da haben. Guck mal einfach mal. Ja, da ist noch Zeit. Ja genau, das ist dunkle Aura. Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist das, was man bei allen MMOs, die sowas machen, die halt alle Sprachen zusammenklatschen auf dieselben Server, was man da gut beobachten kann, dass die Franzosen Französisch trotzdem sprechen, die Deutschen Deutsch, die Spanier Spanisch und so weiter. Jeder spricht trotzdem seine eigene Sprache, weil er sich denkt, ist mir egal, ob die anderen das lesen können. Die meine Sprache können, nur mit denen will ich mich unterhalten und nur die verstehen mich ja auch dann. Und das führt aber eben langfristig zu Toxicness und das will man halt nicht haben. Das ist halt ein großes Problem. Und alle auf Englisch zu zwingen, funktioniert auch nicht. Also das ist auch klar. Du kannst leider nicht zwingen, Englisch zu sprechen oder zu schreiben. Weil es A, nicht alle können und B, ganz viele einfach nicht wollen. Ja, der Jürgen, das stimmt. Das ist Bullshit gewesen, dass sie das eingedeutscht haben zum Beispiel. Also es gibt halt auch Sachen, die müssen Englisch bleiben. Also zum Beispiel Eigennamen. Ja? Zum Beispiel der Mond Daymar. Wenn sie das auf Tagmar oder so, ich spinne jetzt mal, ummünzen, das wäre halt Quatsch. Genauso wie in WoW aus Stormwind Sturmwind zu machen, ist Quark, weil das ist ein Eigenname und ein Eigenname wird nicht übersetzt, normalerweise. Oder Eisenspiele, genau, richtig. Jaina Prachtmeer. Ja, aber so ist es halt, ne? Also, Blizzard hat ja beides falsch gemacht. Sie haben irgendwelche Namen übersetzt, die gar nicht übersetzt werden sollten normalerweise. Und sie haben aber gleichzeitig dann eben gesagt, okay, wir schicken jetzt mal, das ist ja grandios, was sie da gemacht haben. Aktuell ist es so in WoW, wenn du in dein Battleground gehst, so ein Random BG, wenn dich da einfach anmeldest, alle Sprachen zusammengeknallt, alles. Und du guckst in den Chat, da schreibt, also es gibt ein paar, die schreiben Englisch, das sind dann wahrscheinlich Engländer. Da gibt's Russen, die schreiben Russisch, kannst du gar nicht lesen, da hast du nur dieses Kyrillische, weiß gar nicht, was es ist. Fehlt eigentlich nur Chinesisch. Kommt auch noch irgendwann. Da hast du Franzosen, die schreiben Französisch, Croix de Mateux und Trudelele und was weiß ich, was die schreiben. Ja. Und du kannst dich halt mit niemandem absprechen, mit niemandem unterhalten und niemand will sich mit dir unterhalten, weil niemand will Englisch oder Deutsch sprechen, sondern halt alle in ihrer Sprache. Ne. Das ist halt. Ja. Es gibt halt schönere, sagen wir mal, es gibt schönere Lösungen, das umzusetzen in dem Game. Und hoffen wir mal, dass Star Citizen das besser macht. Ja. Ich kann ja beispielsweise, wenn ich solche virtuellen Connected Server habe, was sie ja anstreben, dass man eben quasi einen Server hat, der aus vielen Servern besteht, kann ich ja zum Beispiel gucken, dass ich gleiche Sprachen miteinander eher connecte als andere Sprachen oder so. Weiß ich nicht. Egal, werden wir dann alles sehen. Das ist eh noch lange hin. Vielleicht gibt es bis dahin noch coolere Ideen, noch bessere Varianten, sowas umzusetzen. Ja.
Ja, du kannst normal rumlaufen während des Hyperraums, also wegen während des Quantum Drives. Hallo Sergeant Baxter. So, ich gucke mal kurz nebenbei, was die Roadmap gerade so treibt. Ist da schon was? Ah ja, Maintenance Level. Also wird schon gearbeitet dran. Gucken, ob sie es pünktlich schaffen bis um 10, sonst machen wir ein bisschen länger. Ja, Vulcan ist, glaube ich, die AMD-Schnittstelle, oder? Ich weiß gar nicht. Oh nein! Ich werde quantum-jammed. Huch! Wer will was von mir? Wer will Stress? Was? Hat er mich gerade als Arsch beleidigt? Oh. Du Sau, du. Shit, ja. Lass mal sehen. Hättest du mich mal lieber... Vor allem, wieso jampen die mich raus? Es ist halt eine Karte, das weißt du? Eine Standard-Karte, die kann das gar nicht. Kein Bock drauf. Gibt Raketen. Raketen umsonst für alle. Müssen hier drehen. Ach. Vincenzo Summer. Dankeschön für dein Follow. Wollex D oder irgendwas. Wolle XDP. So, jetzt hab ich's. Ah, die Mist müssen sie echt nochmal fixen mit den Waffen. Die schießt halt immer daneben, ne? Ist echt schlimm. Jetzt geht's wieder. Er schießt trotzdem. Die linke Knarre schießt immer daneben irgendwie. Ich weiß nicht warum. Oder eine von beiden. Jetzt. Bam! So. Noch einer. Natürlich. Alter, wie so ein Kalikaze-Spacko. Na, warte. Die schnapp ich mir. Der Kollege ist schon tot. Bist du sicher, dass du das machen willst? Ich hoffe das. So, das war's. Noch einer? Okay, können wir weiterfliegen. Zack. Hier blinkt alles rot. Wieso eigentlich? Habe ich Schaden genommen? Tatsächlich, habe ich wirklich Schaden genommen. Frechheit. Wo ist mein Schiffsstatus? Self-Status. Alter, alles rot hier am Arsch. Wieso denn? Dankeschön für ein Follow. Bleakstar 75 und XX Parlax XX. Dankeschön. Ein Follow. So, ob was? Ich bin immer noch gejammt. Oh, na gut. Dann fliege ich doch ein Stück. Dankeschön. Blickstar 75 für deinen Prime Sub. Vielen Dank. Wie repariert man dein Flugzeug? Zeige ich dir gleich. Dankeschön, Otto Hermann, für deine Kanalmitgliedschaft. Vielen herzlichen Dank. Ich muss eh gleich rappen, mache ich jetzt mal direkt hier. Wir fliegen mal rüber nach Everus Harbor. Heißt das, glaube ich, hier, ne? Die Raumstation ist alles voll gemüllt, immer furchtbar. Komm, dahin will ich. Media fix und dann machen wir nochmal eine schöne Quest oder so. Oh, ganz knapp geht's hier. Ja, so ein Glück aber auch. Arme Freelancer Miss. Sein, dass ich keine Stars dazu bekomme, weil ich immer zwischen dem Stream und dem Spiel hin und her tappe. Also das kann nicht sein. Das kann nämlich der Bot, der die Stars vergibt, gar nicht unterscheiden. Du musst mal schauen, dass du live zuschaust. Also unten müsste live stehen mit einem roten Punkt. Wenn das grau ist, dann bist du nicht live, sondern dann bist du quasi im VOD drin.
Und dann kannst du keine Stars bekommen, natürlich. Da musst du generell drauf achten. Dankeschön, Koshi70, für deine Spende von 2 Euro. Was ist für ein Sticker? Mood? Was heißt ein Mood? Wo wir bisschen spielen. Ach, ist doch kein Problem, Kari-Ari. Jeder, wann er kann und jeder, wann er will. So. Dankeschön, Bimi62 für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Dankeschön für dein Follow. Vordringen. So, jetzt muss ich erstmal hier eine Landerlaubnis holen. Das heißt, Menü, irgendwas auswählen, Menü, kommst. Besser als F1 drücken und im Mobiglas rumzufummeln. Dass sie das nicht hinkriegen, verstehe ich nicht. Mit dem blöden Displays immer hier. So, wo ist meine Lande? Dingens. Ich sehe nichts. Für dich. Für mich? Was ist denn für mich? Muss ich gucken? 100 Bits, Dankeschön, Rodan. Ich sehe kein Landing Pad. Dankeschön für ein Follow. X Zentrum. Ich lande gleich hier irgendwo einfach so, weißt du? Janet Mac. Was? Jasnot McLeodev. Dankeschön für dein Follow. Ich versuch's nochmal. Wahrscheinlich sagt er mir gleich, dass already being grunt ist. Ja, aber wo denn? Da ganz hinten. Ganz da hinten. Ist Roadmap Update draußen? Dann schauen wir gleich mal rein. Kann ich ja mal fix landen hier. Oh, ich bin ein bisschen schnell. Brems! Oh, doch, das klappt. Ah, perfekto. Na, komm, Stück noch. Ah, jetzt geht's. So, Outland läuft. Oh, ich hab rausgetappt, deswegen. Muss also in Ruhe landen und dann darf ich erst gucken. Okay. So. So, dann mache ich erstmal kurz den hier. Ja, den Rest machen wir gleich. Schaut erstmal in die Roadmap. Da haben wir es. Roadmap Roundup. So. Also, machen wir mal die Bildschirmaufnahme an. So, das ist die neue Roadmap. Also, ihr seht hier, die 4.0, 4.1 sind raus und wurden eben durch namentliches hier entsprechend ersetzt. Ich mache die Musik ein klein bisschen leiser, wenn wir hier mal kurz zuschauen. Gutes Timing, CRG. So, und das Roundup ist hier. Dann schauen wir uns das erstmal an auf Deutsch und im Reader. Was eigentlich auf Deutsch haben. Übersetzen. Ah, jetzt. So, und dann im Reader. Okay, irgendwie wieder nicht. Egal. Patch 2.0, hier erklären sie jetzt nochmal, warum sie das machen. Das habe ich euch ja auch schon im Vorfeld erklärt, dass sie eben sagen, okay, die 4.0 soll für einen ähnlichen
großen Moment stehen, marketingtechnisch, wie die 2.0 und die 3.0, was auch Sinn ergibt. Okay. Also wurde hier nur gerenamed, logischerweise. Und wir schauen mal, was passiert. NPC Scheduler, das ist der, glaube ich, wo man NPCs anwerben konnte. Also der, ne, so, wo man NPCs eben anwerben konnte. We've removed this card from the roadmap for the time being and are planning to return it in a series of new epics and in upcoming Klum. Okay. Das ist schlecht. Das ist schade. Wir gucken, ich sag gleich was dazu. Wir gucken erstmal weiter. Shield System Tech Replacement. VFX work is needed on task in this card and the VFX team does not have the bandwidth. Auch wieder removed, okay. Also das Schildsystem, das ist, glaube ich, eher eine optische Geschichte gewesen. Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Kommt also später. Okay. FPS, realistisches Waffenhandling. Increase and we've adjusted the deadline to give the team ample time to complete these tasks of a standard. Remove this card from the roadmap. Hä, wieso? Hä? Okay, also sie sagen hier, dass sie sozusagen mehr Inhalt da reinkriegen wollen und deswegen haben sie es jetzt removed. Okay, schade. Ocean Shader Improvements. Das ist eine neue Sache, die jetzt in die 3.10, also im nächsten, das ist noch richtig, 3.10 ist der nächste Patch, der kommt, ne? Also nicht die 4.0, sondern die 3.10. So, und da haben wir jetzt hier... has been marked as polishing. Okay, adding support for in-game oceans to react to flares and local lights using screen, also optische Reflexions- und Lichtgeschichten für die Ozeane auf den Planeten und Monden. Include a Fresnel component and subsurface scattering term in your shader features. Realism of oceans, also mehr realistisch, okay. Okay, also einfach besser aussehende Ozeane in im nächsten Patch. Okay, Image have been updated for the following cards. Lightning Bolt, Aztag, okay, das sind hier die Waffen und den Missionsgeber. Logisch, okay. So, im Polishing ist das Cover Usage V1, sehr schön, und Combat die Waffentypen. Das ist alles. So, dann schauen wir jetzt mal in die Roadmap richtig rein. Also, das können wir hier schließen, das ist erledigt. Wir gucken mal rein. Genau, das ist hier das Bild, das kennt ihr schon aus dem News, was ich euch, aus dem News-Video von heute, was ich schon gepostet habe. Das ist der Missionsgeber in New Babbage. Locations. Shop Editions, das ist hier dann diese, ja, wie heißt denn der Shop? Ah, oh, ich vergesse den Namen immer. Der neue Waffenshop und Rüstungsshop in New Babbage. Unter anderem der. Factory Line, genau. Okay. Und die Grimhex Improvements sind auch schon relativ weit. Also das sieht auch gut aus. Perfekto. AI. Ja, das ist im Polishing. Was ist das? Was ist was? Schreibt mir gerne eure Fragen. Ich guck gleich nochmal in den Chat rein, während ich noch durchwurschtel. Aber schreibt mir gerne mal, wenn ihr Fragen habt zu irgendeiner Karte hier, einfach schreiben. So, Elevator Panel Updates. Das ist, ach so, das ist dann wahrscheinlich dann für alle, ne? Für alle Fahrstühle quasi. So, Targeting Methodology, das ist klar, hat man auch schon. Body Dragging, High Speed Combat, da kommt schon eine ganze Menge rein. Ship HUD Rework, ich hoffe, dass sie das schaffen. Das wird echt Zeit, dass sie das HUD in Schiffen mal vernünftig hinkriegen. So, Surrender Mechanik. Kommt rein in der 3.10. Das ist, wusste man ja auch schon. Und dann das Restricted Area Zeug. Okay. Schiffe, Card des Blue und M50. Da ist noch immer nichts passiert. Das ist ja wirklich erstaunlich. Okay. 2 von 10 bei Card des Blue. Oh. Ja gut, wie viel Zeit haben sie noch? Sie haben jetzt noch, noch anderthalb Monate. Wenn sie im Zeitplan bleiben wollen. Anderthalb Monate ungefähr. Für den, dann müsste dann das Ding auf den PTU kommen. So, Waffen ist klar, kommt jetzt nicht weiter. Und Cortec haben wir hier, die Ocean Shader und hier neu diese Heatmap Improvements, habe ich euch auch schon im News-Video gesagt. Genau. So, jetzt gucke ich mal kurz in den Chat rein. All it says is an amount of cargo, a
delicate timetable and a reasonable. Die Wasserqualität von Odyssey wäre perfekt. Das stimmt. Die Wasserqualität war richtig nice. Schön sind auch die Reaktionen auf die Roadmap. Ja gut, darauf gebe ich eh nichts. Leute meckern dann immer rum. Ich gucke mir es lieber erstmal objektiv an. Ich finde es zwar auch schade, dass sie wirklich sehr, sehr viel verschieben und da alles ganz schön schleifen lassen. Ich kenne aber jetzt nicht die Gründe. Ich glaube, einige Leute sind ein bisschen sauer, weil sie aktuell zu viel investieren in Squadron 42 und bei Star Citizen nicht vorankommen. Man muss aber dazu sagen, dass die Features, die man in Squadron 42 entwickelt, eben dann auch in Star Citizen recht schnell reinkommen können. Das vergessen dann die Leute ganz gerne. Also, ich gebe da, wie gesagt, nicht allzu viel drauf, wenn da, naja, die Leute rummeckern immer, weil irgendwas rausfliegt. Naja. So, das kennen wir alles schon. Nur mal gucken, ob jetzt hier noch irgendwas Interessantes ist. Nicht wirklich. Push and Pull, Docking. Da bin ich ja gespannt. Also da bin ich ja wirklich gespannt, ob sie das in der 3.11 dann hinkriegen. Meine Zeit ist genug. War ja auch schon lange auf der Roadmap, sehr, sehr lange drauf auf der Roadmap. Aber ja. So, die Starrunner. Naja, da haben sie schon mal 10%. Das ist schon mal mehr. Sie haben mehr bei der Starrunner gemacht, als bei der M50. Ich verstehe eh nicht, was sie bei der M50 machen. Ganz ehrlich, ich habe es bis heute nicht verstanden. Die ist doch im Spiel, die kann doch fliegen. So, irgendwelche Rework, Base Model. Verstehe ich nicht. Egal. So, Waffen, okay, passt. Und Cortec, Server to Client Actor Network, Rework, ja. Netzwerkgeschichten hier, wo ich mich halt echt nicht mit auskenne. Ich weiß halt immer nicht, wie aufwendig diese einzelnen Punkte sind. Ne? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich hier so ins Gameplay reingucke, da kommt viel Service-Kram rein. Also neue Targeting-Geschichten, Leute irgendwo hinziehen, High-Speed-Combat, ja, das Rework hier, Surrender-Mechanik, das ist schon viel Kram für einen Patch. Ja? Finde ich jetzt nicht schlimm. Oh, Pal Crunch. Dann gehen wir eine Runde spazieren. Bis später. So. Chat lesen hier. Nein, ich habe keine Infos über die Merchant Man. Keine Ahnung. Da müssen wir mal warten. Ich persönlich finde es ja wirklich schade, dass es wäre die einzige Kritik, die ich wirklich an der Roadmap aktuell hätte, dass noch immer nicht die 3.12 und die 3.13 draußen sind. Also quasi, ich hätte gerne die Roadmap immer bis zum Ende des Jahres. Um ein bisschen einen besseren Plan zu haben, weil sie machen aktuell einen Fehler, finde ich. Und der Fehler ist der, dass sie häufig schreiben, wo haben wir es hier zum Beispiel, wir, quasi auf Deutsch, wir haben mal vorübergehend jetzt hier die Karte von der Roadmap einfach mal rausgestrichen. Wo ich mir so denke, Leute, das ist echt dummes Marketing. Das ist wirklich Bullshit. Macht eine Roadmap bis zum Ende des Jahres und schiebt die Sachen rein. Auch wenn es dasselbe in grün ist, aber die Leute wollen nicht. Niemand will, dass Dinge von der Roadmap ständig gestrichen werden, oder? Wer von euch will das? Also ich will es auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Auch selbst wenn es nur aus Marketinggründen ist, sozusagen, dass man das wieder so macht, wie es letztes Jahr war. Eine volle Roadmap fürs ganze Jahr, komplett, und dann die Karten hin und her moven. Das wäre richtig, das würde besser ankommen, denn, wie gesagt, dieses Rausstreichen, das machen sie jetzt schon zum dritten Mal, dass sie irgendwas rausstreichen, das kommt richtig schlecht an. Und das verstehe ich auch nicht, dass sie das weiter so durchziehen, weil es macht auch einfach keinen Sinn. Ja? So, insofern, mir hat die Variante besser gefallen, alles hinschreiben und dann nichts streichen, sondern einfach einen Patch weiterschieben. Ja? Aber so ist das. Trotzdem, nichtsdestotrotz ist der nächste Patch ein super Patch, aus meiner Sicht. Die größere Grimhex, den neuen Shops, das ganze Gameplay-Zeug hier, die Cut das Blue kommt auf jeden Fall. Das hier, vielleicht schieben sie die nochmal. Und halt auch hier diese Heatmap-Geschichten. Das sind schon viele Sachen, die da gemacht werden. Bin ich jetzt gar nicht böse über. Wobei ich trotzdem eines sagen muss, ich würde mir wünschen, das noch so zum Abschluss jetzt von meiner Seite aus, ich würde mir wünschen, dass sie langsam doch nochmal sich gesammelter hinsetzen und solche Sachen wie zum Beispiel das Salvaging, das Mining,
das Auftanken und so weiter auf die Roadmap bringen, und zwar ernsthaft auf die Roadmap bringen. Nicht nur hinschreiben, ne, scheduled, ne, so wie zum Beispiel das hier. So, das brauche ich nicht. Sondern ich würde gerne sehen, wie weit sind sie beim Salvaging? Wo genau steht CICAD zum Beispiel beim Salvaging? Wie viel Prozent? Ja, würde ich gerne wissen. Und so weiter. Also da würde ich mir mehr Transparenz wünschen. Ich finde das ein bisschen intransparent, dass man letztes Jahr, ich weiß nicht mehr, in welchem Patch das hier war, 3.5, 3.6, 3.7, keine Ahnung, da stand Salvaging drin, dann wurde es gestrichen und seither war es nie wieder gesehen. Da würde ich schon gerne wissen, wie weit sind sie denn mittlerweile? So, aber wie gesagt, das ist jetzt kein Gamebreaker, das ist jetzt nicht mega schlimm, aber es wäre halt einfach transparenter, wenn man die Roadmap kompletter machen würde und nicht nur so ein, zwei Quartale. Das ist einfach zu wenig. So. Ja klar, wurde das stark verlangsamt, Rodan? Das stimmt auch, aber diese Verlangsamung dürfte mittlerweile fast gegen Null gehen, weil jeder Entwickler hat normalerweise die Möglichkeit, über verschiedene Geschichten, ich kenne es nicht die Namen, aber über verschiedene Programme von seinem PC zu Hause auf den Rechner zuzugreifen, wo er normalerweise dran arbeitet, in der Firma, ja, und alles eins zu eins zu machen. Das ist, sollte kein Problem sein. Das war am Anfang eine gute Geschichte oder sagen wir mal, eine gute Ausrede, die auch wirklich keine Ausrede ist, sondern das ist ja wirklich echt gewesen, weil sie ja alles einpacken mussten und umstrukturieren mussten. Da hat man völliges Verständnis. Aber das sollte mittlerweile längst alles vom Tisch sein. Und sie müssten eigentlich mittlerweile wieder bei mindestens 90% Leistung stehen. Ja, normalerweise. Weil das ist keine Firma, die irgendwelche Hardware-Sachen produziert, die man anfassen kann. Das ist eine Software-Schmiede. Und das geht eben alles auf dem Homeoffice. Ja. Insofern, oder fast alles geht vom Homeoffice. Es gibt nur wenige Sachen, die man nicht so gut vom Homeoffice machen kann. Aber wie gesagt, gucken wir mal, wie sich das entwickelt jetzt. Ich hoffe einfach, dass bald die nächsten Patch-Notes hier rauskommen, dass wir da ein bisschen mehr Überblick haben über die Sachen, die uns noch bevorstehen dieses Jahr und wo diverse Features hin sind, die man hier eben in den Parts hier schon mal hatte und die einfach verschwunden sind. Ja. So. Ja klar, wenn Squadron 42 dann endlich mal raus ist, wird Star Citizen erheblich schneller entwickelt. Das ist logisch, das ist klar. Ich kenne jetzt nicht die Zahlen, aber ich würde mal, das ist nur eine reine, nicht ernst in die Zahl, aber es ist so eine Vermutung von mir, dass wahrscheinlich CRG aktuell 70% der Ressourcen wirklich in hier in Squadron 42 steckt, locker 70% der Ressourcen und nur den Rest in Star Citizen. Aber eben, das ist nicht schlimm, weil ja die Features von Squadron 42 in Star Citizen danach reinkommen. Also es ist jetzt kein Verlust, es ist nur eine Verzögerung von Star Citizen zugunsten von Squadron 42. Mehr ist es nicht. Insofern habe ich habe da auch völliges Verständnis für. Finde ich auch gut so. Weil dann haben wir wenigstens, ich habe lieber Squadron 42 erstmal, wo ich die Kampagne ordentlich zocken kann und danach kann ich dann das Star Citizen spielen, als auf beides ewig warten zu müssen. Ja. Zumal man Squadron 42 keine Alpha oder sowas hat. Wie sieht es bei Squadron 42 aus? Wir können mal kurz hier reingucken, aber diese Roadmap hier ist nicht mehr aktuell. Also hier steht noch da, dass sie im nächsten Quartal, also sie wollen eigentlich jetzt in diesem Quartal hier, wollten sie ursprünglich in die Alpha gehen. Ja, also jetzt, dieses Quartal, ist ja Quartal 2 und im nächsten dann in die Beta. Ich schätze mal, dass durch die, ihr kennt das Wort, das böse Wort, darf ich nicht sagen. Ich denke, dadurch hat sich das locker um ein halbes Jahr verzögert. Bin ich mir fast sicher. Insgesamt. Ja. Also ich rechne nicht mehr mit Squadron 42 dieses Jahr. Aber wir werden sehen. Wir gucken mal. Werden wir ja alles sehen. So, okay, Freunde. Habt ihr noch Fragen? Sonst mache ich jetzt aus, würde ich sagen, weil wir sind, glaube ich, dann jetzt, ich bin ja eh jetzt hier rausgeflogen. Ich kann noch ein paar Freundesanfragen hier annehmen. So, la 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 la. Das müssen sie auch abschalten, diesen Blödsinn hier. Dass ich hier diese Notifications kriege, oh, du hast einen Channel Dingsbums betreten. Wow, super. So. Voldemort hat es verzögert, genau. Hallo 7656 Sword, du kommst ein bisschen spät, wir machen jetzt nämlich gleich aus. Ich mache vor allem es aus. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht, ein schönes Wochenende.
Und je nachdem, ob ich morgen nochmal ein Video bringe, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Werdet ihr ja dann sehen. Oder auch am Sonntag. Sehen wir uns ja dann spätestens, wenn ihr Zeit habt, am Sonntagabend dann im Community-Stream wieder. Das heißt, Sonntag, Community-Stream, kann ich hier schon mal ankündigen. Können wir wieder gemeinsam ein bisschen zocken. Und spätestens bis dahin jedenfalls, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Don't forget, we'll come live to your city next week. So take a vacation and visit Star Rock Concert live in Norville.